Servus und hallo, ich bin's der Monty. Ihr seid bei Brettspiel Live und ja, dem ersten Stream nach einer längeren Sommerpause. Und mit was fangen wir an? Ihr seht's auf der Seite. Carnegie liegt hier auf dem Tisch in der Deluxe-Variante. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Geht's? Klappt's nicht? Bin ich selber erschrocken. Ich hätte gedacht, das funktioniert nicht. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis das Intro startet. Manchmal geht es gleich, wenn ich auf die Taste drücke. Was so ist. Ach ja, Carnegie. Ich habe das ja schon ein Stück. Allerdings nicht so lange wie der ganze Rest. Denn ich musste ja auf diese Deluxe-Variante gut 3 Monate länger warten als die deutsche Retail. Denn die gab es von Pegasus schon irgendwann, ich glaube im Anfang April oder so, oder sogar im März zu kaufen. Ja, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht nicht gelohnt hat, hier auf die Deluxe zu warten. Denn in letzter Zeit war es ja doch ein bisschen haarig mit Kickstarter Deluxe. Und ist es denn auch am Ende Deluxe oder ist es nur ein Blendwerk? Ja, ich habe euch das aber schon mal gezeigt, dass es wirklich Deluxe ist, hat sich gelohnt. Und ich freue mich heute auf die Partie. Es ist nicht meine Erstpartie, so viel sei gesagt. Allerdings, nee, muss ich ausholen. Meine Erstpartie im Solo. Es ist trotzdem, ich habe es im Mehrspieler schon ein paar Mal hinter mich gebracht. Mal gucken, was das wird heute. Bin gespannt. Wen haben wir alles da? Oh, der Daniel. Hey. Guten Morgen. Auch mal wieder da. Sehr schön. Zurück. Obi-Wan Böcki. Geiler Name. Grüß dich. Dennis, Servus. Tolles Spiel, hab's gestern auch bekommen. Natürlich hat wieder was gefehlt. Au, das ist so ein bisschen dein Ding, gell? Also, zumindest in dem Aufbau hier jetzt hat nichts gefehlt. Was fehlt bei dir? Ja, dass ich irgendwas übersehen habe, ist mir auch schon passiert. Renato ist da, grüß dich. Grüße in die Schweiz, muss man ja sagen. Andi, grüß dich auch. Martin, hallo. Ja, ich schalte mal um. Ich habe mal wieder extreme Probleme, ne? Sag ich euch, wie es ist. Riesig groß. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Aber viel anders wird es nicht gehen. Ich habe natürlich wieder ein bisschen dran gearbeitet und zoome raus. Ich kann euch das Board etwas größer zeigen. Ich kann euch die linke Seite hier etwas größer zeigen. Und ich kann euch mein Playerboard etwas größer zeigen. Aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht. Da arbeite ich noch dran. Unternehmerboard. Echt? Hat ein Unternehmerboard gefehlt? Du hast nur 3 statt 4. Boah, das ist echt bitter. In den Norden, dir gebe ich gleich. Ja gut, von dir aus stimmt's ja, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich krieg's nicht mehr ordentlich unter die Kamera. Mir ist noch nicht so richtig was eingefallen. Ich weiß nicht. Muss ich mal gucken. Ich habe zwar hier auf der rechten Seite noch Platz. Aber rein so vom Kameradingens, wenn ich mit der Kamera weiter runter gehe, also das Board größer wird, dann ist der Bereich hier raus. Ja, ich müsste das hier quasi noch hier rüberlegen. Das ist blöder am 16 zu 9 Format. Naja, was soll's. Carnegie, cool. Und mal wieder live, auch schön. Freue ich mich. Genau, hoffentlich bekomme ich das noch. Das wäre echt bitter, ey. Ja, nur gut, sonst kannst du es nur zu dritt spielen. Ja. Deluxe, was macht Deluxe aus? Also, auf jeden Fall das hier. Alles ist in Trays einsortiert. Ja, rausnehmbare Trays, ihr seht es hier, das sind die Spielertrays. Da ist wirklich schon alles drin, sogar das Startgeld ist drin und die Startressourcen. Also wirklich alles rausnehmbar, schön sortiert. Ich musste auch gar nichts machen. Das war schon alles so. Ich musste nichts auspöppeln oder ähnlich. Passt. Genau. Dann ist in der Deluxe noch eine Mini-Erweiterung mit drin. Oh gut, ich weiß nicht, ob die im Retail mit drin ist, aber ich glaube nicht. Wobei so Mini ist die Erweiterung gar nicht. Das sind, sage und schreibe, 32 neue Abteilungsplättchen dabei. Ein Block, ein neuer Anfang und 4 Spendenplättchen. Das heißt, hier oben kann man die Spendenbereiche
austauschen, was natürlich auch cool ist, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, bringt man ein bisschen Abwechslung rein. Ihr sagt mir bitte, wenn mit dem Ton irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht passt, meldet ihr euch bitte einfach. Genau, was ist noch in der Deluxe? Man, das seht ihr jetzt nicht, ne? Aber wenn ich euch das mal hier herlege, das hier ist ja dieses Zeitrad, das ist aus Metall. Ich weiß nicht, wie ich es euch zeigen kann, dass es Metall ist. Vielleicht hier. Nee, hört man natürlich nicht. Also ist aus Metall. Genauso auch die Startspieler-Lok. Eine Metall-Lok. Gegossen. Schaut cool aus. Braucht man nicht, aber ist halt so. Genau. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob da im Retail nicht nur Pappmarker drin sind. Die hier sind aus Holz, die Abteilungsplättchen. Was war noch? Ich glaube, das ist das gewesen. Bin mir auch nicht sicher. Hier oben seht ihr unter den Abteilungen ein Board. Ich glaube, im Retail gibt es das Board auch nicht. Ich weiß es nicht. Dennis, hier hat es den Zusatz Deluxe. Ja, das muss man wirklich sagen. Vor allem für den geringen Mehrpreis, den die Deluxe gekostet hat gegenüber der Retail, ist das wirklich Deluxe. Also in allen Belangen. Super geiles Material, toll bearbeitet. Auch hier, gut, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, das sieht ihr es nicht richtig, aber es glänzt. Ne? Weiß nicht, ob das im Retail auch so ist. Schöne, dicke Geldscheine, die glänzen. Auch da war schon alles vorsortiert. Echt super Sache. Die Box, ich habe es mal nachgemessen, ist größer. Zum einen in der Breite und Länge, aber auch in der Höhe. Ja, logisch, ich meine, durch die Inlays braucht man wegen mehr Platz wahrscheinlich. Todoaffe, grüß dich, Andi. Vielleicht ein Stückchen lauter stellen für mich, alten Sack. Ey, lauter, ich habe vielleicht schon am Limit quasi. Ich weiß nicht, ich kann versuchen, dass ich das Mikrofon ein bisschen näher herhole. Das wäre vielleicht noch eine Option. Ich habe das hier im Bild, aber ich glaube, das stört nicht weiter, oder? So, ist ein bisschen besser. Ich habe schon auf Stufe 5, also viel mehr geht da, glaube ich, auch nicht. Außer, da kann ich mal gucken. Windows hat mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und mir die Eingangsleistung reduziert. Moment, da gucke ich gerade mal. Geräteeigenschaft. Wuppdiwupp, auf 100%. Nee, würde passen. Ich weiß es nicht. Muss ich nachgucken, schreibe ich dir, Andi. Kann ich da jetzt aus dem Stegreif? Das ist schon zu lange her, wirklich nicht mehr sagen. I don't know. Ja, genau. Fangen wir an. Ich würde sagen, mit dem Regelcheck. So. Vorab muss ich vielleicht erwähnen. Ich hatte letztens wieder einen richtig genialen Kommentar, bei dem sich einer beschwert hat, dass ich so viel laber. ja. Das ist ja ein Livestream. Livestream lebt ja auch mit davon, dass wir uns gemeinsam unterhalten, während ich hier Regeln erkläre, spiele oder dann mein Fazit nenne. Klar, logisch. Ah, ist halt blöd, ne? Unterhaltung ohne Unterhaltung wird ganz schwierig und sehr langweilig. Ja, man muss halt verstehen, so ein Livestream ist halt Unterhaltung, ja? Und kein dröges Regelvideo. Deswegen sorry dafür, wenn ich ein bisschen zu viel babbel. Schaltet ab, schaut was anderes. Hilft nichts, dann ist es einfach nicht euer Format. Für alle, die es trotzdem interessiert, im Nachgang gibt es diesen Livestream ja als Mitschnitt auf YouTube, als Video on Demand. Natürlich schneide ich da nichts, weil wenn ich was schneiden würde, wären eure Kommentare raus. Ja, das wäre Quatsch. Aber ich füge Kapitel ein. Regel, Let's Play, Fazit ist alles in Kapiteln drin. Die dürft ihr nutzen. Die sind in der Videobeschreibung zum Anklicken, aber auch in der Zeitscheibe im Video selbst, diese rote Leiste, da seht ihr die Kapitel auch. Knoten ins Ohr, dran denken, wenn ich es schauen möchte, Kapitel nutzen. Ansonsten guckt irgendein gemachtes Video oder so, wenn euch das hier zu ja, viel Gelaber ist. Kann ich euch auch nicht helfen. So, jetzt geht's aber los. Wir fangen mal an mit der Regelerklärung. Ist echt lustig, immer wieder. Ich weiß nicht, manche haben einfach das Konzept dahinter nicht verstanden. Ne? Also, ich mache es ja live, um mich mit euch zu unterhalten. Das wäre ja Quatsch, wenn ich hier still, schnell, schnell, schnell alles mache, nur dass im Video dann keiner das Gelaber hört. Ich habe wirklich nicht. So, Regelcheck. Ja,
Ich weiß nicht, wie es für euch ausschaut. Für mich, ich habe es relativ klein vor mir hier auf dem Monitor zur Kontrolle. Geht es gerade so? Vielleicht ist es für euch ein bisschen besser auf dem Fernseher oder auf dem Monitor. Und ihr könnt mehr erkennen. Wie gesagt, ich habe euch nochmal Ausschnitte rausgezoomt. Für die Erklärung zeige ich euch die natürlich mit. Ansonsten müssen wir da jetzt einfach so mit klarkommen. Hilft ja alles nichts. Jetzt, auf geht's. Was haben wir da alles? Wir haben das Hauptboard. Oder Carnegie, fangen wir erstmal an. Um was geht's denn eigentlich? Wie immer werde ich euch das Intro vorlesen aus der Anleitung. Die es auch wunderschön gemacht, muss ich euch zeigen. So ein bisschen auf Nobel-Alt-Büttenpapier. So, weiß nicht, wie ich das sagen soll. So ein bisschen schaut's aus. Cool gemacht. Teil 1, Vorstellung. Ja. Dieses Spiel verdankt seine Entstehung dem Leben Andrew Carnegies, der 1835 in Schottland geboren wurde und 1848 mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten von Amerika auswanderte. Carnegie begann seine berufliche Laufbahn in einem Telegrafenamt, aber durch seine herausragende Rolle beim Aufbau der US-amerikanischen Stahlindustrie wurde er zu einem der reichsten Männer der Welt und zu einem der Aushängeschilder des American Dream. Carnegie war auch Wohltäter und Philanthrop. Bei seinem Tod 1919 vermachte er mehr als 350 Millionen US-Dollar seines Vermögens diversen Stiftungen. Weitere 30 Millionen US-Dollar gingen an Wohltätigkeitsorganisationen. Seine Schenkungen finanzierten den Bau von mehr als 2500 kostenlosen öffentlichen Bibliotheken, die bis heute seinen Namen tragen, die Carnegie Libraries. Bekannt sicherlich auch die Carnegie Hall, ein Theater. Im Spiel Carnegie rekrutieren die Spieler Mitarbeiter und expandieren ihr Unternehmen durch Investitionen in Immobilien, Güterproduktion, die Entwicklung von Transporttechnologien und den Ausbau von Verkehrsnetzen quer durch die Vereinigten Staaten. Und vielleicht werden sie sogar berühmte Stifter, die durch ihr Wirken und ihre Großzügigkeit zum Wohle ihres Landes beitragen. Das Spiel dauert 20 Runden, in denen alle Spieler jeweils einen Spielzug machen. Okay, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Das erkläre ich euch eh gleich. Zur Person Carnegie, die erstmal hier recht gut wegkommt in der Erklärung. Zum Glück gibt es in der Anleitung auch nochmal einen kleinen Passus, der das Licht, das hier auf die Person Carnegie gelegt wird, ein bisschen relativiert. Denn man sollte nicht außer Acht lassen, dass er zwar richtig viel Asche gemacht hat und diese quasi, man könnte meinen, um sein Gewissen reinzuwaschen, vor seinem Tod unter die Leute gebracht hat. Zumindest ein Teil davon. Es war ja nicht alles, was er da verschenkt hat. Faktisch ist aber, er ist in einer Zeit zu seinem Geld gekommen, in der Arbeitsrecht nicht vorhanden war, in der Frauenwahlrecht nicht vorhanden war und er war strikt dagegen, dass dies passiert. Und auch was Sklaverei angeht, war er auf nicht ganz dem Kurs, den damals manche eingeschlagen haben. Ja, sollte man wissen. Ja? Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Carnegie mag vor seinem Tod einiges gespendet haben, seines Vermögens. Aber die Art und Weise, wie er zu diesem Vermögen kam, ist natürlich... Ja, also gut. Egal, es geht ums Spiel, nicht um die Person. Ich wollte es nur klarstellen, weil viele immer nur sagen, boah, der Wohltäter Carnegie, ganz so easy ist es halt dann doch nicht. Wir haben hier im Hauptspielplan, im Hauptspielbrett, ah, jetzt bin ich raus, mir fällt gerade nichts anderes ein, die USA, eingeteilt in Bereiche Osten, Mittlerer Westen, Süden und Westen. Wir sehen über den einzelnen Länderbereichen die Transportleiste. Wir fangen dort natürlich an mit einem einfachen Pferdewagen, dann kommt schon eine Postkutsche und die Eisenbahn. Das ist quasi der Fortschritt, den wir im Laufe des Spiels entwickeln können, der technologische Fortschritt im Transportwesen. Der wird hiermit dargestellt. Wir haben rechts daneben noch Möglichkeiten, um entsprechend Arbeiter in diese Region zu versenden. In den Regionen selbst haben wir Hauptstädte, große Städte und kleine Städte.
Manche haben hier unten Punktesymbole, das heißt in der Wertung zum Spielende, wenn ich hier sitzen sollte, bekomme ich die Punkte. Große Städte haben mehrere mögliche Bauprojekte, Hauptstädte natürlich noch mehr, kleine Städte immer nur ein Bauprojekt, aber es gibt kleine Städte, in denen ich als Bonus quasi sofort die Werte meines Transportwesens bekomme. Also dort, wo ich mit meiner Scheibe gerade bin, wo ich mich entwickelt habe in der Region, das würde ich bekommen, wenn ich hier ein Projekt baue. Mal kurz lesen, was ihr da alles schreibt. Andi, bist du der Tagi-Andi? Nee, der andere. Welcher andere? Der noch kein Brettspiel entwickelt hat. Ja, ich mache gerade mein eigenes Brettspiel. Ich glaube, bräuchte Hilfe, deshalb gefragt. Vietstor, kannst dich mal mit dem... Obwohl, der ist heute nicht da, oder? Ist er heute da? Nee, bringt nichts, ist nicht da. Komisch, das hatte man mich schon mal jemand. Echt? Naja, war Andi vielleicht, ne? Deswegen. Bekannter Name. Egal, genau. Also, haben wir hier. Unsere Projekte stellen wir mit unseren farbigen Scheiben dar. Genauso hat natürlich jeder Spieler eine farbige Scheibe auf dem Transportstreifen, um zu sehen, wo man gerade steht. Hier oben in dem Bereich gibt es vier verschiedene Spendenmöglichkeiten. Das heißt, dieser Spendenaspekt ist hier nochmal dargestellt. Hier wird auch dann entsprechende Scheibe hingelegt. Wichtig dabei, jede Spende kann immer nur einmal verwendet werden. Das heißt, wenn ich eine Spende markiere, dann habe ich die bis zum Spielende. Da kann kein zweiter drauf oder die kann man auch keiner wegnehmen. Hier zur Linken haben wir die Möglichkeit, neue Abteilungen zu entwickeln, zu eröffnen. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Zu Spielbeginn werden je nach Spieleranzahl unterschiedliche der Abteilungen rausgenommen aus dem Spiel. Zumindest im Vier-Personen-Spiel sind es, ich weiß es nicht auswendig, keine oder zwei? Vier sogar, okay. Ja, im Vier-Personen-Spiel werden vier rausgenommen, im Drei-Personen-Spiel acht, im Zwei-Personen-Spiel 16. Habe ich hier gemacht, denn der Solo, den ich dann gleich spielen werde, ist ja quasi ein Zwei-Personen-Spiel. Eins drunter haben wir die Aktionsauswahl. Auch hier gibt es acht verschiedene dieser Aktionsplättchen, die random gezogen werden. Jedes der acht Plättchen hat eine Vorder- oder Rückseite, die ich auch random auslege. Dann haben wir hier die Aktion Scheiben und wichtig, brauche ich für die Aktionsleisten meine Zeitscheibe. Kommen wir dann gleich noch drauf. Hier im unteren Bereich, ihr seht es gerade noch so ein bisschen, habe ich schon mal den Solo-Bereich aufgebaut. Wir spielen gegen den Bot. Der Bot braucht kein Unternehmensboard, kommen wir gleich noch dazu, zu dem Unternehmensboard. Er braucht keine Ressourcen, kein gar nichts. Der braucht keine Arbeiter, der hat alles. Der nutzt nur seine Scheiben und kassiert Punkte, was das Ganze sicherlich nicht einfach machen wird. Den gibt es in, ich meine, vier Schwierigkeitsstufen. Leicht, Standard, schwer und unspielbar. Ich habe mich für Standard entschieden. Es ist so, er hat immer ein Deck aus 20 Karten, also für jede Runde eine Karte. Da gibt es die Standardkarten, das sind diese hier. Ich kann euch die ja mal etwas vergrößert zeigen. Das ist so eine Standardkarte. Die erkennt man daran, dass hier ein Symbol steht, bei dem weiß ich jetzt, wenn ich die Karte hier auslege, auch wenn ich noch nicht sehe, was auf der Karte drauf ist, dass diese Aktion hier seine Aktion sein wird, die er in der Runde am mächtigsten ausführen kann. Dann gibt es noch welche mit einem Fragezeichen und das sind dann die Profikarten. Und je nachdem, wie schwer man spielen möchte, werden 5, 10 oder 15 dieser normalen Standardkarten ausgetauscht durch die Profikarten. Ich habe jetzt 5 ausgetauscht, das heißt, ich spiele auf Standard und hoffe, dass ich nicht sang- und klanglos untergehen werde. Schauen wir mal. Eigentlich werden die Karten hier in einer Reihe ausgelegt, das konnte ich jetzt leider nicht tun. Da fehlt mir der Platz. Wir haben einmal die Startkarte mit 0 Siegpunkten, dann 1, 3, 6 und 10 Siegpunkte. Je nachdem, was auf den Karten drauf ist von dem Bot, kriegt er entsprechend Punkte. Und diese Karte wird entsprechend verschoben.
Ich beginne, das sehe ich hier an der Lok. Wenn die auf der linken Seite liegt, bin ich am Zug. Nach meinem Zug wandert die rüber. Und in der nächsten Runde ist dann der Andrew dran. Mr. Carnegie himself. Weiterhin unterschiedlich zum Mehrspielermodus ist die Tatsache, dass hier oben im Spendenbereich, wenn Carnegie spendet, wird am Spielende, und das ist jetzt das eigentlich Schlimme oder Gemeine dran, seine Spende gewertet, als wenn ich die ausgeführt hätte. Also zum Beispiel kriegt er 4 Punkte pro Transportprojekt. Er legt ja aber keine Transport, also schon, aber er wird nicht gezählt. Es werden meine Transportprojekte gezählt. Also, wenn er da oben eine Scheibe drauflegt, weiß ich, ich muss gucken, dass ich keine Transportprojekte mehr ausführe, weil ich ihm sonst entsprechend Punkte zuschachern würde. Will ich natürlich nicht. Im Mehrspielerspiel fällt das natürlich weg. Klar. Was aber nicht wegfällt, ist die Tatsache, dass im 2- und 3-Personen-Spiel, also im echten 2-Personen-Spiel, nicht im Solo, zusätzlich hier, das seht ihr in Form der schwarzen Scheiben, die schon ausliegen, auch hier oben im Spendenbereich, dass quasi Blockadescheiben ausgelegt werden. Im 2-Personen-Spiel mehr als im 3-Personen-Spiel, im 4-Personen-Spiel natürlich nicht. Fällt weg. Guten Abend. Oh, der Chris ist da. Ich grüße dich. Ui, heute kein Brettspiel Samstag. Ach nee, warte, du bist noch krank, gell? Deswegen. Jo. Genau, der Achim. Kommst du auf den Discord, da kannst du mal mit ihm quatschen. Der hat ja schon einige Jahre Erfahrung, was Brettspielentwickeln angeht. Da hat er schon ein bisschen was gemacht. Der hat ja auch hier schon mal im Stream vorgestellt. An den kannst du dich wenden. Genau, was haben wir noch? Hier unten haben wir dann unser Unternehmensboard. Am Unternehmensboard, das seht ihr hier unten, gibt es schon vorgefertigte Abteilungen. Wir haben zu Spielbeginn 5 nicht benutzte Arbeiter und 4 benutzte Arbeiter, das heißt pro Abteilung einen. Wobei hier in der ersten Abteilung, das seht ihr jetzt nicht, das zeige ich euch nachher nochmal anders. Obwohl, das kann ich doch, warte mal, ich habe eine Idee. Ich brauche so ein Board, da habe ich eins, dann machen wir das anders. Aha, so. Ihr seht es, hier in der linken Abteilung ist schon einer eingedruckt, der bleibt auch da, den kann ich nicht verwenden, der ist fix. Und in jeder anderen Abteilung gibt es einen aktiven Arbeiter zu Spielbeginn. Für jeden, egal mit wie vielen Personen ich spiele. Und hier unten im Empfang liegen 5 noch nicht benutzte Arbeiter, die entsprechend noch verwendet werden können. Was habe ich hier noch? Ich habe hier auf der rechten Seite meine Projektleisten, die zur Entwicklungsabteilung gehören. Ich kann hier auf dem großen Board nur Projekte durchführen, wenn ich entsprechend entwickelt habe. Ob das jetzt Wohnprojekte sind, Finanzprojekte, Industrieprojekte oder Transportprojekte, ist egal. Wenn ich nichts entwickelt habe, habe ich keine Scheiben hier zur Verfügung. Ihr seht es auf meinem Board, hier liegen schon 2. Ja, wenn ich entwickle, ziehe ich entsprechend, je nachdem wie viel Entwicklungsgeld ich dort investiere, ziehe ich meinen Streifen raus und lege auf die neu entstandenen Felder weitere Scheiben und nur dann, wenn hier Scheiben liegen, kann ich auch entsprechend hier in den Städten solche Projekte stemmen. Ansonsten geht es nicht. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen, was Entwickeln angeht. Ich muss also zum einen dafür sorgen, dass ich meine Firma entwickelt, indem ich neue Abteilungen, für mich sinnvolle Abteilungen, hier integriere. Zum Spielende bekomme ich für jede neu dazu gewonnene Abteilung im unteren Bereich 2 Punkte, hier oben 3 Punkte. Es lohnt sich also. Zum anderen habe ich natürlich mit den Abteilungen neue Möglichkeiten, mich dann entsprechend weiterzubringen in der Firma. Ich kann meine Projekte entwickeln, weil ich vielleicht eine verbesserte Entwicklungsabteilung habe. Ich muss aber auch meine Projekte, meine Technologien entwickeln, um überhaupt Projekte dann im Land zu stemmen. Ich muss natürlich auch mein Transportwesen in den einzelnen Bereichen über dieses Projektgeld entsprechend vorwärts bringen. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Industrieprojekt stemmen möchte, zum Beispiel hier in Chicago, da bin ich jetzt schon,
Also Quatsch, aber gehen wir mal davon aus, ich würde in Chicago ein Transportprojekt stemmen wollen, brauche ich natürlich hier auf meiner Transporttechnologie-Scheibe erstmal einen Fortschritt, um hier eine Scheibe liegen zu haben. Das heißt, ich muss für den Start 4 Forschungsgeld investieren, um überhaupt dann später hier, egal wo, ein Projekt ins Leben zu rufen. Also es ist immer so ein, ich muss ein bisschen vorausdenken, was möchte ich eigentlich? Ich muss schauen, auch schon manchmal Züge vorher, habe ich dann entsprechend auch in meiner Firma das Personal, um das Ganze auch stemmen zu können. Denn immer wenn ich Personal bewege, mache ich Personal inaktiv. Ja, und zum Aktivieren muss ich unter Umständen das Personal bezahlen. Denn Personal kostet mich was. Unter Umständen die Ausbildung dann in der neuen Abteilung kostet mich was. Ist ganz unterschiedlich. Ihr seht es auch auf dem Board hier im unteren Bereich. Da haben wir es. Hier in der Mitte zum Beispiel. Sieht man das. Habt ihr die Kosten für die einzelnen Arbeitsplätze. Hier sind jetzt jeweils drei Arbeitsplätze. Es gibt aber Abteilungen, das seht ihr hier oben, da ist auch nur ein Arbeitsplatz. Ja, kann durchaus passieren. Ja, was zeige ich euch? Ich zeige euch mal so einen Arbeitsplatz. Sieht so aus. Was sehe ich auf dem Arbeitsplatz? Einmal die Zugehörigkeit zur Aktion. Das heißt, hier unten Forschung und Entwicklung. Das ist der Pfeil, den ihr hier seht. Dann haben wir, oh, ich kann es mir immer nicht merken. Sorry. Ich schaue in die Anleitung, dass ich euch nichts Falsches sage. Irgendwo war das doch erklärt. Hier, genau. Konstruktion heißt, ach meine Güte. Konstruktion ist hier das Zweite. Dann habe ich hier oben die Verwaltung und ganz oben ist Personalwesen. Ja, das sind die vier möglichen Aktionen, die ich machen kann. Dazu kommt, dass ich dann über die Aktion Wahl zum einen sage, welche Aktion möchte ich machen. Zum anderen aber auch, indem ich hier gucke, wo befinde ich mich, in welcher Region möchte ich meine Aktionen durchführen. Genau. Nee, wo möchte ich sie durchführen, sondern wo kann ich die Arbeiter aus der entsprechenden Region rausholen, um dann dort. Kitty, was ist denn los? Dann tust du mal bitte füttern, das nervt übelst. Kitty, ruhig jetzt. Bin live. Ja! Wollt ihr Gitti mal kennenlernen? Die kennen sie doch schon. Du zeigst sie jedes Mal. Doch. Klar Ja, doch. er ist schon lange nicht mehr da. Nee, lass mal jetzt. So, das heißt, wir haben zu Beginn auf unserem Board eine Abteilung Forschung und Entwicklung. Weil Gitti passt mit ihren Farben wunderbar zu deinem Ja, Spiel. das ist Gidi. Die immer hungrige Katze. Wir nennen sie auch die Nebelkrähe. Du hast aber noch nicht geschnitten hier. Kann das sein, dass du da was vergessen hast zu schneiden? Gigi hat die noch nicht geschnitten, ne? Ja. So, lass mich mal weitermachen. Du bringst mich raus. Zwei Abteilungen Verwaltung, eine Abteilung Personal. Genau. So. Jetzt bin ich wirklich raus. Großes Kino. Jetzt hast du es geschafft. Ach ja, wie läuft so eine Runde ab? Ist vielleicht gar nicht so schlecht, machen wir das einmal. Der gerade aktive Spieler darf die Aktion wählen. Ja, das heißt, er nimmt das Zeitrad, das Zahnrad der Zeit, dieses hier, und nee, das können wir mal wegtun, und sucht sich aus, welche Aktion möchte er machen. Immer ein bisschen im Zusammenhang mit dem, in welcher Region kann ich unter Umständen, wenn es denn schon gibt, Arbeiter rausnehmen. Denn mit dem, dass Arbeiter rausgenommen werden aus der Region, erhalte ich entsprechend Boni, sofort Boni. Das kann sein Geld, das kann sein Punkte, das kann sein Warenwürfel, die ich brauche. Ja, also ich brauche Güter, Waren, um entsprechend Abteilungen auch platzieren zu können. Es können aber auch neue Arbeiter sein. Hatte ich das schon gesagt? Ich glaube nicht, ne? Genau. Also je nachdem, wo ich in meiner Transportleiste
fort oder wie weit ich fortgeschritten bin in der Transportleiste, bekomme ich dann unterschiedliche Boni. Sofern ich die Möglichkeit habe, einen oder mehrere, das ist dann egal, einen oder mehrere Arbeiter hier rauszunehmen, bekomme ich das, was entsprechend hier der Arbeiter bringen würde, laut Transportleiste. Was haben wir noch? Zusätzlich bekomme ich noch, bekomme noch irgendwas. Muss ich mich kurz orientieren. Da haben wir das. Ja, das von den freigespielten Projekten. Also, wenn ich jetzt, boah, wie erkläre ich euch das am sinnvollsten? Wenn ich jetzt hier auf meiner Transport-Technologie-Leiste ein Projekt gestemmt habe. Grüß dich, Björn. Ja, ist besser so, ne? Und dieses Projekt möchte ich jetzt bauen oder habe ich gebaut. Ja, ich habe es irgendwo platziert. Dann würde ich entsprechend hier einen Siegpunkt bekommen. Den habe ich dann freigespielt. Jetzt sollte es nicht mal wieder zurück, dass wir da durcheinander kommen. Genau. Wenn ich also gewählt habe, als momentan aktiver Spieler, darf ich meinen Zug ausführen. Das heißt, ich darf die Aktion ausführen. Das heißt, zum Beispiel im Personalwesen, wenn ich mehrere Abteilungen Personalwesen habe, darf ich jede dieser Abteilungen, die einen oder mehrere aktive Mitarbeiter hat, kannst du mal das Klackern aufhören? Boah, also heute ist geil. Meine Fresse. Ja, ich probiere es nochmal. Silvia. Alle ruhig, der Klöpfel was sagen. Mein Gott, Walter, ey, also heute. Ich mache das nur noch, wenn die Nachtschicht hat, ehrlich. Ich drehe am Rad. So, ich probiere es nochmal. Also wenn ich mehrere Abteilungen habe, die der Aktion entsprechen, darf ich natürlich auch alle Abteilungen entsprechend aktivieren. Sofern ich dort einen oder mehr aktive Arbeiter habe. Hört ihr das Gekrächze? Das geht die ganze Zeit so, bis sie den Futternapf vor sich hat. Ich drehe am Rad heute. Ach meine Fresse, kann mich nicht konzentrieren. Tue ich mir heute echt schwer. Ich bin immer noch lädiert. Ich war die Woche beim Zahnarzt. Der hat 3 Zähne rausgerupft. Alter, ey, das ist echt schlimm. Schmerzt immer noch. Und ich glaube, das Schmerzmittel zeigt seine Wirkung. Ja, ist egal. Genau. Ich muss die nicht aktivieren. Wichtig dabei ist, wenn ich mich für eine Abteilung entschieden habe und ich habe da zum Beispiel 2 aktive Mitarbeiter, dann kann ich nicht sagen, ich aktiviere einen, gehe in eine andere Abteilung und gehe dann wieder zurück in die Abteilung. Ich muss, wenn ich in einer Abteilung bin, diese Abteilung erst, schmeiß sie raus, genau Björn, so nämlich. Ich muss die Abteilung beenden, erst dann kann ich die nächste Abteilung aktivieren, kann in diese Abteilung aber auch nicht mehr zurück. Ist halt so. Ja, als nächstes kann ich, je nachdem, was ich hier auf meiner Aktionsscheibe gewählt habe, Arbeiter aus einer Region rausnehmen, was mir Boni gibt, komme ich gleich nochmal drauf. Oder, das ist dieses Symbol hier, ich darf eine Spende ausführen. Spenden darf prinzipiell jeder, der Geld da hat, zum Ausgeben, logisch. Kostet mich was. Die erste Spende kostet 5er. Geht es schon wieder weiter. Die nächste Spende kostet immer 5 mehr. Das heißt, bei der dritten Spende, sofern ich das Geld übrig habe, müsste ich 15 Dollar bezahlen, um die Spende aktivieren zu können. Prinzipiell kann ich, so oft es Spendenaktionen gibt, auch spenden, sofern ich das Geld habe. Ja, das könnte am Ende ein Problem werden. Ihr werdet sehen, Geld ist natürlich wie auch Warenwürfel Mangelware bei dem Spiel. Genau. Wie wird jetzt so eine Abteilung aktiviert? Ich zeige euch das mal am besten. Moment, ich hätte gerne eine, wo 2 Möglichkeiten drauf sind. Die hier zum Beispiel. So, schaut mal. Das hier ist eine Abteilung, die dem Bereich Verwaltung zugeordnet ist. Das seht ihr oben an dem Symbol. Was kann ich hier tun? Ich habe 2 Arbeitsplätze hier unten.
Die Arbeitsplätze kosten mich zum Aktivieren nichts. Ist also gar keine schlechte Abteilung. Was kann ich hier machen? Ich kann entweder oder, das ist wieder der Schrägstrich, wie bei fast jedem Spiel ist der Schrägstrich ein oder. Ich kann also entweder den Arbeiter, der hier sitzt, in eine Region entsenden, um dort 3 Warenwürfe zu bekommen oder 8 Geld. Also ich muss den Arbeiter entsenden und ich kann entweder oder 3 Warenwürfe oder 8 Geld bekommen. Und das ist echt viel. Das ist eine gute Abteilung. Die sollte ich mal merken. Naja, genau. Beim Aktivieren wird der Arbeiter rausgenommen und entsprechend hier in die Region gesendet, die ich mir ausgewählt habe. Wo ich den hinsende, hat nichts damit zu tun, wo ich einen rausnehmen darf. Das sind völlig, völlig unterschiedliche Dinge. Wo war jetzt der? Hier. Genau, es gibt auch hier eine Möglichkeit. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Das wäre eine Abteilung, die ist dem Personalwesen zugeordnet. Hier muss ich, um einen Arbeiter zu aktivieren, ein Geld bezahlen. Erst dann darf ich ihn hinstellen, also aktivieren. Aber ich habe dann oben 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich darf den aktivierten Arbeiter in eine Region entsenden und bekomme einen Arbeiter, der dann natürlich nicht aktiv in meine Lobby kommt. Oder ich lasse den aktivierten Arbeiter so stehen. Also er muss dann natürlich hingelegt werden, er wird dann inaktiv. Ja, aber er muss nicht in eine Region verbracht werden, sondern ich bekomme 4 Bewegungspunkte. Das ist ganz wichtig, die 4 Bewegungspunkte. Wofür brauche ich die? Zeige ich euch. Die Personalabteilung dient dafür, mein Personal, das ich habe, innerhalb der Firma in den Abteilungen zu verschieben, um entsprechend aktive Bereiche in der Folge dann zu bekommen. Das heißt, immer orthogonal gesehen, von der Lobby aus darf ich die entsprechenden Schritte, die mir die Abteilung liefert, laufen. Ihr seht hier, ich muss jetzt, glaube ich, das Board trotzdem mal groß machen, sonst wird's blöd. Versuche ich mal mein Playerboard zu zeigen. So, kann man das einigermaßen erkennen? Ich hoffe. Okay, das ist meine Firma, ja. Ihr seht hier schon aktivierte Arbeiter vom Start her. Und hier sind 5 Arbeiter in meiner Lobby. Die kann ich jetzt versenden. Meine erste und einzige, momentan einzige Personalabteilung hat einen fixen, fiktiven Arbeiter. Das heißt, ich darf in jeder Runde auf jeden Fall 3 Schritte gehen. Das ist fix. Wie würde das aussehen? Ich kann jetzt hergehen und sagen, ich nehme aus der Lobby einen Arbeiter und verschiebe den hier oben in die Abteilung 1 drüber. Dort ist er weiterhin inaktiv. Ja? Er wird erst aktiviert am Rundenende. Der ist jetzt inaktiv, bedeutet, ich habe einen Schritt ausgegeben, 3 habe ich zur Verfügung. Ich könnte jetzt noch einen zweiten Schritt ausgeben, indem ich ihn hier rüber setze oder auch hier oben in einen noch nicht belegten Bereich meines Gebäudes. Warum würde ich das machen wollen, wenn ich hier drüben eine neue Abteilung in meine Firma integriere, dann lege ich die ja hier oben auf einen Bereich, der noch keine Abteilung hat. Wenn ich auf einen Bereich gehe, wo noch kein Arbeiter liegt, dann kostet mich das 2 Warenwürfel. Gehe ich in einen Bereich, auf dem schon ein Arbeiter liegt, kostet mich das nur einen Warenwürfel, ist also günstiger. Genau, ich habe hier unten in der Personalabteilung die Möglichkeit, 3 Arbeiter zu aktivieren, was am Ende 3x3 9 Schritte bedeuten würde. Auch nicht schlecht. Gut. Neue Arbeiter kommen immer hier unten rein. Bewege ich einen aktiven Arbeiter aus seiner Abteilung in eine andere Abteilung, wird er dadurch inaktiv und ich kann ihn in der aktuellen Runde nicht nutzen. Jo. Gut, also das hatten wir. Ich in der Aktion aktiviere ich die entsprechenden Arbeiter in den Abteilungen zur Aktion zugehörig. Dann nehme ich Arbeiter raus, einen oder mehrere, ja, bekomme dafür den Bonus, den der Arbeiter entsprechend bringen wird.
Das ist, da muss ich jetzt nochmal nachlesen, das weiß ich auch nochmal auswendig. Oh, das ist schlimm, Schmerzmittel ist echt was Blödes, ich sag's wie es ist. Moment. Rückkehr. Wo war's denn? Ich find's gerade nicht. Spenden. Einkommen, da habe ich's. Also. Jeder zurückkehrende Mitarbeiter bringt dem Unternehmen Transporteinkommen, deren Höhe dadurch bestimmt wird, wo die eigene Scheibe auf der Transportleiste in dieser Region liegt. Hatte ich schon gesagt. Also hier zum Beispiel, wenn ich auf dem dritten Feld liege und ich nehme aus dieser Region einen Arbeiter raus, dann würde ich einen zusätzlichen Arbeiter bekommen. Das zeigt mir das hier unten. Das ist eine. Das bekommt jeder Arbeiter. Das heißt, wenn ich da zwei Arbeiter rausnehme, bekomme ich auch zwei Arbeiter. Im Zweifelsfalle, wenn ich hier in dem ersten Bereich bin, jede Region pro Arbeiter ein Geld, also ein Dollar. Danach erhält jeder Spieler, der Mitarbeiter aus dem aktiven Einsatzgebiet zurückgeholt hat, egal wie viele, also mindestens einen, aber dann egal wie viele, Einkommen aus jedem seiner bereits realisierten Projekte, unabhängig davon, wo auf dem Spielplan sie sich befinden. Genau, das wusste ich nicht mehr, ob es in der Region ist oder woanders. Das heißt, hier habe ich ja meine Projektstreifen, ja, und freigespielte Projekte, also wo keine Scheibe mehr liegt, die ich aber schon entwickelt habe, bieten mir auch hier wieder Einkommen. Das kann Geld sein, Warenwürfel, Punkte, was auch immer. Sieht man dann während des Spiels. Genau, damit wandern hier dann die Scheiben auch entsprechend raus. Ja. Und genau, habe ich alles? Ach ja, zum Schluss noch. Am Ende kann ich dann hergehen und entsprechend Arbeiter aktivieren, bevor dann die neue Runde losgeht. Arbeiter aktivieren sieht so aus, ich darf in einer Abteilung beliebig viele inaktive Arbeiter haben. Grüß dich, Sebastian. Aber ich darf nur so viele aktivieren, wie ich auch Arbeitsplätze habe. Ihr habt es gesehen, ich hatte euch einen gezeigt. Da gibt es nur einen Arbeitsplatz, da kann ich auch nur einen aktivieren. Auch wenn da 5 Mitarbeiter in dem Raum sind, ist völlig egal. Ich kann für den Platz nur einen aktivieren, muss dafür die Kosten bezahlen und das war's. Jo. Was gibt es noch für Besonderheiten? Ich überlege gerade, dass ich nichts vergessen habe. Sollten wir auf einer der Aktionsscheiben schon auf dem letzten Feld der Aktionsscheibe sein, das hier ist das letzte Feld der Aktionsscheibe, kann ich trotzdem diese Aktion noch ausführen, indem ich sage, okay, den Zeitmarker lege ich trotzdem daneben. Allerdings wird dann in der darunterliegenden Leiste, die wird aktiviert. Also ich mache diese Aktion aber in dieser Region. Ja, dafür drehe ich die rum, mache diese Region. Wenn ich fertig bin, drehe ich sie wieder zurück und schiebe sie eins rüber. Also ich werde trotzdem die Anzahl der Aktionen entsprechend verkürzen, denn wir haben nur 20. Wir spielen 20 Runden, also 20 Aktionen. Genau, Soderle. Was war noch? Ach ja, es gibt noch hier eine Spezialwertung, die seht ihr oben aufgedruckt. Das wäre die überregionale Verbindung. Das heißt, es gibt auf dem Spielplan 4 Großstädte. Das wäre hier New York, Chicago, New Orleans und San Francisco. Wenn ich es schaffe, San Francisco mit Chicago zu verbinden, dann sehe ich hier oben, San Francisco ist 2 Verbindungspunkte wert, Chicago einen, habe ich also 3 Verbindungspunkte. Und bei 3 Verbindungspunkten bekomme ich, je nachdem, es geht hier ja um den mittleren Westen und den Westen, ja, je nachdem, welche Transportstreifen am wenigsten fortgeschritten ist, die entsprechende Punktzahl. Also zum Beispiel bin ich hier im mittleren Westen auf der Lokomotive angelangt, hier im Westen selbst, aber noch auf dem auf der Postkutsche, dann würde ich die Punkte der Postkutsche kriegen. Ja, in dem Fall 3 Punkte, hier Postkutsche wären es 12 Points am Spielende. Prinzipiell so, Spielende-Wertung ist alles blau, sind die blauen 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Ecken, ja genau. Und Sofortpunkte sind immer orange. Gut. Ich bekomme Punkte für neu entwickelte Abteilungen, also platzierte Abteilungen, 2 im ersten, 3 in der oberen Reihe.
Ich bekomme entsprechend Punkte für meine Projektleisten. Ich bekomme Punkte, und zwar, ich glaube, einen Punkt, Anja, hier steht es ja auch nochmal, genau. Ich bekomme einen Punkt für jeden aktiven Arbeiter, der in meiner Firma noch rumlungert am Spielende. Ich bekomme 3 Punkte, sofern ich mein Bonusplättchen noch habe. Dieses Bonusplättchen ist ein Aktionswahlplättchen, bei dem ich einmal in der Partie sagen kann, ich möchte eine andere Aktion machen, wie die gerade gewählt wurde. Gibt es im Zwei-Personen-Spiel aber nicht. Im Drei-Personen-Spiel kriegt es nur einer, nämlich der letzte Spieler. Und im Vier-Personen-Spiel hat es, denke ich, jeder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das hatte ich. Die Punkte hier oben für die Verbindung habe ich genannt. Dann gibt es noch Punkte für die Städte, in denen ich Projekte gebaut habe. Die sind unter den entsprechenden Städten markiert. Und natürlich für die Spenden hier oben. Ja, das Ganze immer bis zu einem Maximum. Ich glaube, im Spendenbereich waren es 12 Punkte. Bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Das kriegen wir dann in der Schlusswertung raus. Genau. So, das war es auch schon. Wenn ich so eine Runde durch habe, ist der nächste Spieler dran, der bekommt dieses Zeitzahnrad, die Zeitscheibe und auch der darf wieder entsprechend neu wählen. Der Gag dabei ist, zum einen möchte ich natürlich versuchen, möglichst viele Punkte zu machen, ist klar. Mache einmal durch die Spenden, ganz klar, aber vor allem auch durch die Projekte, die ich hier entwickle. Dabei ist es wichtig, wenn ich Personen entsende in ein Gebiet, ja. Ich brauche die Mitarbeiter, ja. Die sind ja da aus meiner Firma raus. Ja? Und wenn ich sie jetzt zum Beispiel in den Osten entsende, der Osten aber frühestens in 3 Runden wieder dran sein kann, dann weiß ich, ich bekomme die ersten 3 Runden wieder, kriege kein Einkommen für die Herren und kann sie nicht in meiner Firma verwenden. Zum anderen muss ich aber natürlich gucken, was ist denn für mich wichtig? Große Städte verbinden. Ich muss ja auch für die Projekte, die ich dann hier in die Stadt rein, in die Bereiche reinbringen möchte, muss ich ja vorher auch Entwicklungsgeld ausgeben. Also es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem ich mich bei dem Spiel bewege. Das ist auch gar nicht so einfach. Das ist für mich also eindeutig ein Expertenspiel im mittleren bis oberen Bereich. Und wir werden mal sehen, der Endboss soll sehr schwer sein. Mal gucken, ob wir den rotzen können. Ich weiß es noch nicht. Sebastian, das ist falsch. Auch wenn du 2 rausnimmst, bekommst du nur einen Arbeiter. Sebastian, wir lesen nochmal nach. Ein oder mehrere Mitarbeiter des eigenen Unternehmens aus dem aktiven Einsatzgebiet zum Empfang des Unternehmens zurückholen. Jeder zurückgeholte Mitarbeiter bringt dem Unternehmen Transporteinkommen, dessen Höhe dadurch bestimmt wird, wo die eigene Scheibe auf der Transportleiste in dieser Region liegt. Sebastian. You know? Die zweite Variante, da ist es egal, wie viele Mitarbeiter du rausnimmst, also mindestens einen, aber egal, wie viele ansonsten. Danach erhält jeder Spieler, der Mitarbeiter aus dem aktiven Einsatzgebiet zurückgeholt hat, Einkommen aus jedem seiner bereits realisierten Projekte, unabhängig davon, wo auf dem Spielplan sie sich befinden. Das Einkommen wird auf den Feldern des Projektstreifens angezeigt. Auch wenn mehrere Mitarbeiter zum Empfang zurückgeholt werden, wird dieses Einkommen nur einmal pro Spieler und Runde erzeugt. Hier oben, pro Arbeiter, den ich rausnehme, hier, also die Projektstreifen, nicht da, sondern hier, egal wie viele, ich muss auf jeden Fall einen rausgenommen haben. Also richtig, nicht falsch. Björn winkt oder klatscht? Ich weiß es nicht. Chris, Achtung, Korrektur. Sebastian, also einmal das Transporteinkommen. Nein, das Transporteinkommen pro Mitarbeiter, den du rausnimmst. Ach, er schreibt es jetzt hier unten auch. Ach nee, vertan, das Einkommen von dem Projektstreifen nur einmal. Okay, Sebastian. Genau. Sehr schön. Gut, das war die Erklärung. Habt ihr noch Fragen dazu? Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas vergessen habe. Hey, Schande über mein Haupt, wenn dem so wäre. Im Solospiel ist es so, dass ich eine Projektkarte des Andrew aufdecke, hier unter die Null lege. Ja.
Wenn er dann dran ist. Ja, also in meinem Zug, ich mache, also jetzt bin ich ja Startspieler, ich mache erst meinen Zug, dann mache ich seinen, das heißt, ich decke eine Karte auf. Was weiß ich jetzt? Ich weiß, was wird er diese Runde präferieren, also was ist sein Main Goal in dieser Runde, und ich weiß, was er nächste Runde als Ziel haben wird, ja, als Aktionsziel. Das heißt, wenn er Startspieler ist, also die Lok hier drüben liegt, zieht er ja eine Karte und ich weiß, in welche Richtung es gehen wird. So, dann wird die Karte umgelegt, machen wir mal, sieht dann so aus, das ist alles auf der Karte drauf. Das heißt, ganz oben wird erstmal eine Spendenaktion fällig. Er zahlt ja nichts dafür, er kriegt auf jeden Fall die Spende. Hat er die Nachricht zurückgezogen, komisch, dass sie dir dann trotzdem noch angezeigt wird. Ich sehe alles, ich bin der Admin. Sebastian, ich sehe alles. Genau. Wir fangen hier oben an mit der Spende, das heißt, da wird einer seiner Marken draufgelegt. Dran denken, ich hatte es vorhin schon erklärt, das Blöde daran ist, nicht er wird gemessen an der Spende, sondern ich. Also in dem Fall jetzt pro Projekt im Westen würde er 2 Siegpunkte bekommen. Also muss ich gucken, dass ich im Westen möglichst wenig Projekte habe. Was natürlich für mich dann schon wieder blöd ist, na, weil wenn ich hier auf den Transportbereich lure mit den Punkten, müsste ich ja eigentlich in den Westen. Das ist ganz blöd. Naja, ist egal. Danach macht er, je nachdem, wo sich die Aktionsscheibe befindet, seine Aktion. Das heißt, oben im Personal würde er die Scheibe um 1, also seine Karte, um 1 hier nach rechts bewegen. Das heißt, seine Karte ist dann einen Punkt wert. Wenn die Aktionsscheibe hier gültig wäre, würde er, muss ich nachlesen, weiß ich gar nicht auswendig, was er da macht. Ach so, er nimmt, ja genau, er nimmt vom Abteilungsboard eine Entwicklungsabteilung. Und zwar nimmt er da immer die mit der kleinsten Nummer, die sind durchnummeriert. Da muss ich dann gucken, welche die kleinste Nummer ist. Entwicklungsbereich ist hier unten. 14, 15, das wäre dann die hier, würde er sich nehmen. Beziehungsweise, wenn er in dem Projektbereich ist, baut er in San Francisco und in Denver. Und wenn er im Entwicklungsbereich wäre mit seiner Aktion, dann dreimal im Westen. Solche hier. Ne, hier oben. Dreimal geht er hier rüber. Wichtig ist hier noch hinten diese Transportscheiben. Die letzte hier hinten, da kann nur einer drauf. Also maximal einer pro letzten Transportbereich. Ja. Genau. So viel hierzu. Die mische ich vielleicht jetzt nochmal durch. Und dann legen wir los mit dem Let's Play. Wenn ihr keine Fragen dazu habt. Ich glaube aber, ihr seid eh mehr Profi als ich. Denn ich bin heute kopfmäßig ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ich stemme das Ding. Ihr könnt mir ja ein bisschen helfen. Das wäre natürlich cool. Während ich mische, bevor wir jetzt gleich ins Let's Play gehen, schon mal eine Ansage für nächste Woche, wie es weitergeht. Am Montag ein kleines Spezial. Kein Samstag-Spezial, deswegen nur ein kleines. Und am Montag, es wird ein Let's Talk Together geben. Ich habe als Gast den Robert Müller-Reinwart da, den Autor, den Entwickler, den Erfinder, wie auch immer man das nennen möchte, Designer von The Fog, Escape from Paradise. Ein Spiel, das er seit mehreren Jahren in der Entwicklung hat, das er aktuell auf Kickstarter am Laufen hat. Dort könnt ihr das noch unterstützen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kickstarter-Projekten ist das noch ein Projekt, das bezahlbar ist. Schaut es euch an, The Fog auf Kickstarter. Und ja, ich habe ihn zum Gespräch da. Wir werden uns sein Spiel anschauen. Da ich das schon mehrfach als Let's Play auf dem Kanal habe, werde ich kein Let's Play machen, sondern wir gucken uns das Material an. Er wird die Regeln erklären. Wir quatschen ein bisschen drüber, wie er denn dieses Spiel entwickelt hat. Wir quatschen ein bisschen über ihn als Person, über sein Privatleben, denn hauptberuflicher Entwickler ist er ja noch nicht. Und vielleicht auch über die Zukunft. Hat er schon ein weiteres Spiel im Kasten? Will er überhaupt noch eins machen? Und. Natürlich auch gerne über andere Brettspielthemen. Das seid ihr herzlich zu eingeladen. Montag um, ich glaube, 19.30 geht's los. Und ja, interaktiv. Das heißt, ihr könnt natürlich mit Fragen
dran teilnehmen. Er wird da Rede und Antwort stehen. Genau. Sören. Ach, noch gar nicht angefangen. Ja, ich habe auf dich gewartet. Ich wusste ja, dass du kommst. Ist so. Hallo? Traust du uns nicht? Ja, nächsten Samstag dann wieder ein normales Let's Play. Was heißt normal? The Transcontinental steht an. Freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was das wird. Aber heute erstmal Carnegie. Gehen wir über zum Let's Play, würde ich sagen. Lassen wir uns den Arsch versohlen vom Andrew Carnegie. Let's Play. Ich bin gespannt. So, ihr passt auf, dass ich keinen Mist mache, denn wie gesagt, ich bin durch die Schmerzmittel vom Kopf her noch ein bisschen. Ja, da müsst ihr ein wenig aufpassen. Prost! Ui, das ist gut. Hab was Neues entdeckt im Urlaub. Das erste Mal in meinem Leben habe ich im Urlaub Fass-Cola getrunken. Die wird in einer kleinen Brauerei, nicht allzu weit von mir weg, in der Nähe von Zwickau, wird die gebraut. Wusste ich gar nicht. Ich kannte die Brauerei auch noch nicht. Haben wir erst erstmal oben an der Lausitz im Urlaub kennengelernt. Und die haben eine Fass-Cola. Die ist so lecker, da könnt ihr die normale Cola in die Tonne kloppen für. Ehrlich. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Gut, legen wir los. Ich bin der Startspieler. Bevor ich anfange, zu Spielbeginn, darf ich mir eine Abteilung raussuchen. Und zwar, Kitty. Und zwar, was machst du denn? Hast du nicht losgekriegt? Ich habe sie noch gar nicht dabei gehabt und wir können einen Teil davon wegschmeißen. Weil? Weil die Weißen gar nicht schon drin stehen. Das waren die aus dem Schuppen oder was? Ja. Ach so. Okay, wo war ich gerade? Ach ja, Vorbereitung, genau. Als Startspieler darf ich mir eine Abteilung raussuchen. Danach jeder andere. Zusätzlich bekommen wir zum Beginn drei Scheiben. Eine davon, die Wohnprojektscheibe, darf ich entsprechend auf eine der Hauptstädte platzieren. Ich habe mich für Chicago entschieden. Ist schön zentral. Gefällt mir. Also Chicago weiß ich nicht, da war ich noch nie. Aber jetzt rein vom Spiel her gefällt es mir. So, deswegen. Genau, jeder bekommt 4 Warnwürfel und 12 Geld. Die Abteilung, die man sich raussucht, ist dann auch die erste, die man bauen muss. Kitty. Lass mich mal rein. Kitty, hast du schon gegessen? Ja? Dann leg dich hin und schlaf. Kleine Nervkatze. Ja, Sören. Ich hatte die neutralen Projekte von links nach rechts ausgelegt. Also der erste Stein links unten, dann rechts oben. Warte mal. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich hatte die neutralen Projekte von links nach rechts ausgelegt. Also der erste Stein links unten, dann rechts oben. Das Sören, das, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Meinst du die grauen hier, die Blockadesteine? Oder wie? Die werden ja über die Solokarten rausgelegt. Also ich ziehe eine Solokarte und lege die dann entsprechend dem, was auf der Solokarte draufsteht. Bei den Städten, ja. Und da legt man immer links auf die erste. Das heißt, für mich ist links die erste in der oberen Reihe. Oben links, nach rechts. Also so sehe ich das. Und du siehst es von links nach rechts. Also der erste Stein links unten, dann rechts oben. Ja, weiß ich, das ist jetzt nur eine Gewissenssache. Also ich glaube, in der Anleitung steht nicht, ob man unten in der Reihe oder oben in der Reihe anfängt, ne? Deswegen, also ich bin halt Europäer, ich gehe immer von links oben nach rechts unten, weißt du? Also immer zeilenweise. So hätte ich das jetzt gesehen. Aber ich verstehe, was du meinst. Da steht aber auch nicht, dass es nicht zeilenweise ist, Sören. Also insofern, never mind. Prinzipiell ist es ja völlig wurscht. Was steht denn drin in der Englischen? Dann steht es da vielleicht eindeutiger. Lies mal vor, also wenn, oder schreib's, wenn du die Englische hast. Ich habe nur die deutsche Anleitung. Gut. Wo waren wir gerade? Ach so, ja. Dann habe ich 5 inaktive Arbeiter. Für diese inaktiven Arbeiter habe ich jetzt 6 Schritte zur Verfügung, die ich gehen kann als Vorbereitung.
Ich werde einen hier rüber gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ich mach's einfach mal so. Die habe ich noch nicht aktiviert, deswegen liegen die noch. Nee, nee, darum geht's auch nicht. Also ich meine, dass du recht hast oder Unrecht hast. Aber interessant ist, wie es in der Englischen drin steht. Wie gesagt, in der Deutschen steht weder zahlenweise noch nicht zahlenweise. Deswegen gehe ich als Europäer standardmäßig von zahlenweise aus und beginne oben links. Also in der ersten Zeile auf der linken Seite. Aber du kannst natürlich auch recht haben. Wobei nochmal, das ist völlig Rille eigentlich. Ne? Es werden halt zwei in der Großstadt blockiert. Ob das jetzt der und der ist oder der und der, ist völlig egal. In dem Fall ist es einmal Finanzen und einmal Wohnung. Ansonsten wäre es einmal Industrie und einmal Finanzen. Pff, was so ist. Genau. Dann darf ich vor der ersten Runde einmal Arbeiter aktivieren. Das kostet mich natürlich schon die entsprechenden Aktivierungskosten. Ich werde auf jeden Fall den aktivieren, das kostet mich nichts. Ich werde den hier unten aktivieren, kostet mich nichts. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe 12 Geld zur Verfügung. Hier oben einen zu aktivieren kostet mich 5. Hier drüben einen zu aktivieren 3. Das heißt, ich werde hier drüben beide aktivieren. Es sind für mich 6 Geld, die ich ausgeben muss. Gebe also einen Zehner ab und hole mir 1, 2, 3 und 4 wieder. Oh, jetzt legt die Kitty los mit ihrem Spielding. Was ist denn heute los mit euch? Normal liegt ihr auf eurer Palme und schlaft. Ist ja Wahnsinn. Okay, so viel zur Vorbereitung. Ich lasse also einen inaktiv, mit dem mache ich erstmal nichts. So, jetzt muss ich trotzdem mal gucken, ob ich eine Karte vom Andrew gleich aufdecke oder erst, wenn er dran ist. Du wechselst dich mit Andrew ab, soweit ist klar. Ach so, eine Aktionskarte ziehe ich immer, das mache ich jetzt, und lege sie hier ungesehen hin. Genau, also dafür, dass die Lok auf der linken Seite ist, beginne ich und danach Endu. Das heißt, ich darf mir jetzt raussuchen, welche Aktion möchte ich machen. Entwicklung, Verwaltung. Personal lasse ich gerade aus, weil ich hatte ja gerade. Es wäre Quatsch, wenn ich jetzt Personal mache. Ich habe nur einen, den ich bewegen kann. Also ich könnte andere auch, aber ich habe gerade dafür bezahlt. Wäre es ja Quatsch, wenn ich es machen würde. Ne? Martin, grüß dich. Es ist Vollmond, deshalb schlafen die Katzen nicht. Ehrlich? Oh Gott. Müssen wir einen Mond verhängen? Das wird ja schlimm heute Nacht. Aber okay. Du kennst dich aus anscheinend, Martin. Pausen. Hast du auch Katzen? Wie viele? Und welche? Also was für welche? Welche Rasse? Gut, was mache ich jetzt? Ja, schon, nee, ich mach. Ach, Schatz. Schatz. Keine unqualifizierten Einwürfe. Es langt schon, wenn ich das mache. Nein. So. Er wird in seiner nächsten Aktion in die Entwicklung gehen. Entwicklung ist hier unten, die wäre im Süden. Wenn ich jetzt in die Entwicklung gehe, wird er in der nächsten Runde in die Entwicklung gehen und den Westen wählen. Es wäre da drüben. Ha. Im Süden entwickeln wäre natürlich nicht schlecht. Mittlerer Westen. Mittlerer Westen ist in der Entwicklungsabteilung gar nicht vorhanden. Das ist hart. Der Mittlere Westen ist sowieso nur dreimal drauf, der Süden viermal. Oh weh, ich habe glaube ich falsch gewählt. Im Mittleren Westen gibt es nur drei Möglichkeiten. Naja, egal. Ja, zu spät. Osten. Osten wäre eine Sache. Kommt aber erst hier hinten. Oh, Sören ist dran. Okay.
Nitrana, ja, kenne ich. Legt die Steine auch so wie ich? Ob es dramatisch ist, keine Ahnung. Bei mir waren viel mehr Städte mit mehr Plättchen belegt. Naja, du nimmst 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. Ich habe sogar 19, ich habe sogar 1 zu viel. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich habe 19, ich habe sogar einen zu viel ausgelegt. Weil du sagst, bei dir sind mehr belegt, kommt auch ein bisschen auf die Solo-Karte drauf an, wie viele Städte in der vierten Spalte steht, ne? Klar. Warte, wo war es gestanden, wie viele man auslegt? 18. Ich habe eine zu viel gelegt. Naja, scheiß drauf. Ja, ich weiß nur, welche ich jetzt rausnehmen sollte. Ja, ich bescheiße mich selber höchstens. Genau, naja, also wenn du sagst, dann machen wir das so. Mir ist es wurscht, ich habe ja eh nur hier, hier, hier. Ihr seid alles keine Europäer, ihr geht aus der unteren Zeile raus. Wer macht das so? Die Araber. Ne, die gehen ja auch von der Seite dann raus, das wird jetzt eh nicht passen. So, machen wir es halt so, wenn du der Meinung bist. Ich lasse mich da breitschlagen. Fürs Spiel selber ist es völlig rille, ganz ehrlich. Ich habe lauter Karten mit vier Städten auf der Karte gezogen und davon waren viele gleiche. Ja, das ist natürlich bitter. Die Varianz, genau. Ne, da hatte ich tatsächlich Glück. Ich hatte nur eine mit drei drauf, alle anderen hatten zwei. Also, ja. Ist aber schön, ne? Weil das macht das Spiel abwechslungsreich. Das ist ja genau das, was wir wollen, auch bei einem Solo. Okay, ich muss meine Aktion auswählen. Ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, was ich machen möchte. Ich glaube aber tatsächlich, ich werde erstmal in die Entwicklung gehen. Das heißt, ich aktiviere bzw. ich nutze meine Entwicklungsabteilung. Ich habe hier drei aktive Mitarbeiter. Das heißt, ich darf dreimal drei Entwicklungspunkte ausgeben. Das wären also 9 Entwicklungspunkte. Ich lege die mal um, weil ich die damit ja verwende. Die kommen hier nicht raus, die werden nicht in die entsprechende Region gesetzt. 9 Entwicklungspunkte, was möchte ich tun? Also, auf jeden Fall werde ich einen ausgeben für den hier. Jetzt habe ich noch 8. Ich werde einen ausgeben für den hier, jetzt habe ich noch 7. Ich möchte ein Wohnbauprojekt, das kostet mich einen. Jetzt habe ich noch 6. Noch 6. Wohnbauprojekt. Noch 6, noch 6, noch 6. Badam, badam, badam. Noch 6. Das wären 4. Noch 6. Nee, ich mache einmal Industrie. Jetzt habe ich noch 3. Und da gehe ich einmal hier oben vorwärts und wäre dann durch. Das waren meine 6 Schritte, die ich gehen darf. Kannst du das Board höher schieben? Man sieht die Arbeiter auf deinem Board der unteren Abteilung nicht. Ja, ich kann es ein bisschen höher schieben. Die Punkteleiste brauchen wir ja nicht unbedingt. Machen wir so. Ich glaube, so ist besser, oder? Okay, dann dürfte ich aus dem Süden Arbeiter rausnehmen. Kann ich natürlich nicht. Ich habe da noch keinen. Hilft also nichts. Deswegen fällt das weg. Und damit wäre... Ach nee, ich darf... Genau, zum Schluss darf ich nochmal aktivieren. Da er auch die Aktion wählen wird, werde ich hier nochmal 2 aktivieren. Das kostet mich 6 Geld. Die habe ich gerade noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ihr schreit, wenn ich irgendwas falsch mache. Bitteschön, ja? So, Wahl der Aktion. Wenn die Lok auf meiner, genau, darf ich wählen. Ich habe meins soweit, ne?
Ja, dann ist Andrew dran. Okay, auf geht's. Wenn die Lokomotive auf der linken Seite steht, decke die Aktionskarte auf. Das machen wir mal. Ich decke die Aktionskarte auf. Ich zeige euch die Aktionskarte, dass ihr seht, was da drauf ist. Machen wir mal so. Wir beginnen. Wenn der Zeitplanmarker auf einem Feld liegt, das ein Einsatzgebiet einer Region zeigt, passiert für Andrew nichts. So ist es. Zeigt den Süden, für ihn passiert an der Stelle nichts. Wenn er auf dem Spendensymbol liegt, platziert Andrew eine seiner Scheiben auf dem Feld der Spendenbereich, das oben auf der Aktionskarte vermerkt ist. Das ist das hier. Sind wir nicht, wir sind nicht auf einem Spendenfeld, deswegen alles gut. So, Andrews Aktion. Wir sind unten auf der Entwicklung, Forschung und Entwicklung. Ziehe Andrews Scheibe auf der Transportleiste in der angegebenen Region 1 bis 3 Felder vorwärts. Ihr seht es hier unten. Zwei Felder in der Region Osten. Osten ist hier, da geht er 1, 2 Felder nach rechts. Und das war's auch schon. Ja. Neue Runde beginnt. Nee, passt. Ich glaube, ich habe es soweit richtig gemacht. Das heißt, die Karte wird umgedreht und hier drunter geschoben. Die zählt für ihn jetzt dann keine Punkte. Er hat dafür hier oben den Weg bekommen. Runde ist durch. Boah, schreibt bitte, wenn ich was falsch mache. Gell? Ich bin heute nicht auf 100%. Dann müsst ihr mal ein bisschen, müsst ihr mich unterstützen. Ich habe aktiviert, ich habe dafür bezahlt. Das heißt, der kommt runter, die Scheibe wandert hier rüber. Und Andrew ist dran. Es wird eine, also hier, die Lok muss darüber. Es wird die nächste Karte gezogen, hier hingelegt. So. Jetzt ist Andrew dran. Jetzt muss ich gucken, was passiert. Wahl der Aktion. Wenn die Lokomotive auf der rechten Seite liegt, das ist so, decke die Aktionskarte für die aktuelle Runde auf. Das orange umkreiste Aktionssymbol zeigt an, welche Aktion Andrew für diese Runde gewählt hat. Ah, alles klar. Das ist tricky. Also, ich zeige euch wieder die Karte vom Andrew. Ah, hier, das ist orange. Sehr schön, genau. Gut, also, er legt auch hier auf. Er nimmt also die gleiche Aktion, die ich vorher schon hatte. Und hat den Westen damit. Im Westen habe ich natürlich auch noch niemanden. Wir haben ja noch keine verteilt. Das ist blöd. Das heißt, ich habe kein Geld. Ah, das ist so bitter. Naja, schauen wir mal, was passiert. Was macht Andrew jetzt? Er führt einfach sein Ereignis aus. Genau, wir sind hier unten. Wir gucken. Er darf dreimal im Süden bewegen. Süden ist hier. 1, 2, 3 und ist quasi schon fast hinten. Sensationell. Die Karte kommt weg, auch unter den Null-Punkte-Bereich. Ich bin dran. Ich darf jetzt die Abteilung aktivieren. Hier unten, das waren 2, das heißt 6 Entwicklungspunkte darf ich vergeben. 2, da bin ich schon. 3 und 3 wären 6, genau. Ich gehe einmal hier rüber, das sind 3 und nochmal hier rüber, 3 wären 6. Damit bin ich in den Bereichen jetzt schon auf der Lokomotive, ist nachher wichtig für die Wertung. Ja, schauen wir mal, was das wird. Gut, die beiden werden inaktiv. Einkommen gibt es keins. Ich habe ja keinen Arbeiter rausnehmen können. Aus dem Süden, das heißt, der verschwindet, der wandert eins weiter nach rechts. Ich darf jetzt wieder aktivieren, kann ich aber nicht, weil ich kein Geld habe. Also wird nichts aktiviert, ganz einfach. Ich bin dran. Erstmal wird wieder eine gezogen und hier hingelegt. Die Lok wandert hier rüber. So, was möchte ich jetzt tun?
Ich habe kein Geld, das ist blöd. Das heißt, eine Spendenaktion wäre ziemlich much. Er wird das auch machen. Er wird sogar zweimal machen. Das heißt, im Osten, im Midwest und im Süden werden wir Projekte bauen. Ich habe hier aber nur einen. Oh. Das ist ja bitter. Ich brauche Geld. Das heißt, ich sollte in die Personalabteilung gehen und bekomme Geld. Warenwürfel habe ich 4, das passt. Ja, ich muss, es geht nicht anders. Ich nicht Personal, ich gehe in die Verwaltung hierher. Damit löse ich auch eine Spendenaktion aus. Ich bin ja der erste Spieler, das heißt, ich darf jetzt zuerst meine Aktion durchführen. Ich werde jeweils einen einsetzen. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Er wird diese Aktion als nächstes einsetzen. Das passiert im Osten. Das heißt, ich lege meinen in den Osten, meinen ersten. Sollte versuchen, ach Mist, im Osten, wenn ich hier hinkomme, hätte ich neue Mitarbeiter bekommen. Naja, ist egal. Und meinen zweiten, er kriegt dafür 6 Geld, die nehme ich mal gleich mal. 5 und 6. Ich lege es mal hier unten hin. Und meine Warenwürfel auch. So. Und den zweiten, auch wieder für 6 Geld, weil ich Geld brauche, werde ich. Er ist als nächstes dran, er geht in den Osten. Werde ich auch wieder im Osten ausführen. Ja, ich lege beide in den Osten. Okay, kriege ich nochmal 6 Geld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Damit habe ich jetzt wieder 12 Cash auf der Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Und 4 Warenwürfel. Das ist okay. Er wird hier rüber gehen. Die habe ich rausgenommen. Da muss ich dann wieder welche reinsetzen. Das heißt, ich brauche als nächstes die Personalabteilung. Das ist echt bitter. Und ich brauche Personal. Hilft alles nichts. Okay, das war meins. Jetzt dürfte ich noch aktivieren. Nee, ich darf spenden. Ich darf spenden. Was nehmen wir denn, ha? Ich habe eine Entwicklung, aber die Entwicklung ist schon dicht. Das bringt mir nichts. Das wäre Verwaltungsabteilung. Da hätte ich eins. Das nützt mir auch nichts. Da 2 Punkte pro Warnwürfel, 2 pro 5 Geld gibt es auch nicht mehr. 4 pro Geld, 5 Geld und einen Warnwürfel, 4 Punkte. Ich werde schauen, dass ich in Chicago, also im mittleren Westen, 3 Projekte unterkriege. Boah, das wird auch nichts. Im Süden 2. Könnte ich höchstens auf mittleren Westen 2 Punkte gehen. Boah, was würdet ihr nehmen? Dennis, ist es nicht so, dass Andrew seine Aktion immer als erster ausführt? Nee. Hab nochmal nachgelesen, Andrew macht seine Aktion immer vor dir, auch wenn du Startspieler bist. Ist das sicher? Du wechselst dich mit Andrew bei der Auswahl ab. Okay. Ja, nur die Auswahl, ne? Die erste Runde wählst du die Aktion. Neue Aktionskarte ist klar. Wahl der Aktion, ich oder er und dann. Andrews Zug und dann dein Zug. Ah, okay, hast recht, ja. So könnte man das interpretieren. Klingt logisch. Okay, dann machen wir das so, dass immer erst Andrew seinen macht. Wobei das ja eigentlich wurscht ist. Naja, nur hier ist es nicht wurscht. Ansonsten wäre es tatsächlich Wurst, ja. Und bei der Spende ist es nicht Wurst. Hatten wir aber noch nicht. Spende haben wir dann jetzt. Das heißt, Andrew wäre zuerst dran. Ne? Dann machen wir das doch gleich mal so. Warte, ich mache das wieder rückgängig. Die Entwicklung können wir ja lassen. Ändert ja nichts am Spiel. Aber
Wir decken mal seine Karte auf. Und machen es mal so rum, wie du gesagt hast. So, das heißt, er legt eine seiner Scheiben, weil wir ja eine Spendenaktion haben werden, auf die 5 Geld plus einen Warnwürfel. Okay, das ist der hier. Muss ich schauen, dass ich am Spielende kein Geld und keine Warnwürfel übrig habe. Und er wird, da wir hier oben liegen, die Aktion hier machen. Das heißt, er klaut eine Abteilung und zwar die Personalabteilung mit dem geringsten Wert. Das ist die hier oben mit der 1. Die ist vom Tisch. Die lege ich mal daher. Ja, könntest recht haben, Dennis. Ist vom Spielplus besser, weil du Endro immer sofort abhandeln kannst. Ja, wahrscheinlich. Okay, also Spende haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Dann war es das, ne? Ja. Dann können wir die Karte nehmen und legen sie hier unten drunter. So, ich mache meine Aktion. Nicht vergessen, nur ein Spiel kann das letzte Feld hier. Genau, Endos Aktionskarte kann höchstens bis zur 10 Sieg vorrücken. Rückt aber gerade nicht vor. Mein Zug, genau. Führt eignen sie wie im normalen Spiel. Das habe ich gemacht. Okay, also das haben wir ja schon gemacht. Entwicklung, Kohle habe ich mir dafür gegeben. Jetzt darf ich meine Spende noch aktivieren. Für aktuell 5 Geld. Die 5 gebe ich aus. Darf ich eine Spende aktivieren? Aber welche nehme ich? Sagt mir, welche Spende ich aktivieren soll. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe aktuell hier ein Wohnprojekt. Da wäre noch eins möglich. Dort auch. Ich könnte auf die Wohnprojekte gehen. Wohnprojekte und Geldprojekte 2 Punkte. Oder ich gehe auf die Industrie für 3 Punkte. Ich gehe mal auf die Industrie für 3 Punkte. Ja. Ich gehe mal hier hin. Oder würdet ihr was anderes nehmen? Zu spät, jetzt habe ich hingelegt. Gut. So, das heißt, der kommt weg, der kommt hier eins rüber. Andrew ist dran. Ich darf noch aktivieren. Ich kann aktivieren. Will ich aber, glaube ich, nicht. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich aktiviere mal hier unten einen für 3 Geld. So, okay, vorsichtshalber. Gut. Mich nicht durcheinander kommen. Haben wir alles. Nächste Karte wird aufgedeckt. Also noch nicht aufgedeckt, wird hergelegt. So, Andrew ist dran. Wahl der Aktion auf der rechten Seite Andrews Wahl. Wenn die Lokomotive umdrehen, okay. Dort, wo orange ist, legt er hin. Also, er wird hierher gehen. Wie zu erwarten war. Im Osten. So, Endro macht seine Aktion. Spende gibt es keine. Wir sind im Bereich hier unten. Oh, da ist ja ganz viele. 1, 2, 3, 4. Jetzt schauen wir mal. Lege eine von Endos Scheiben auf das erste freie Feld von links in jeder auf der Aktionskarte genannten Stadt. Für jede Scheibe, die nicht platziert werden kann, bewege die Aktionskarte um einen Platz nach rechts. Na gut, wir haben Cincinnati. Wo ist denn Cincinnati? Da. Mist, da wollte ich hin. Ach, ist das bitter. Das fängt schon gut an. Duluth. Hier oben. Dann haben wir St. Louis. Müsste hier unten irgendwo sein. El Paso. Ah, hier. Auf die ganz rechts. Super. Industrie, da bin ich drauf gegangen. War ja so klar. Und Kansas City. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ernsthaft? Boah, 4 Scheiben platziert. Das ist natürlich schon heftig. Naja, es ist halt Spezialgebiet, ne? Gut, aber er hat zumindest hier noch keine Punkte pro Karte bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Also für mich. Okay, ich bin dran. Ich darf jetzt meine Aktion machen. In dem Bereich habe ich nur einen Meeple. Den werde ich natürlich verwenden. Jetzt muss ich überlegen, wo ich den hinsetze.
Das heißt, ich habe ja gesagt, ich möchte als nächstes die Personalaktion machen im Mittleren Westen. Nee, ich kann. Nee, erst die Aktion. Im Mittleren Westen, das heißt, ich nehme den raus und gehe in den Mittleren Westen. Das heißt aber auch, im Mittleren Westen müsste ich dann ein Projekt bauen. Ne? Das war doch so. Dort, wo ich hingehe, muss ich bauen. Schicke Mitarbeiter, die du die Aktion ausführst, in das Einsatzgebiet der Region, in der du bauen möchtest. Genau. Den nehme ich und gehe in den Mittleren Westen, dass ich den da wieder kriege. Gibt mir drei Entwicklungspunkte nachher. Das ist nicht schlecht. Dann möchte ich ein Projekt bauen und zwar in St. Louis. Dort werde ich. Industrie hat er mir ja geklaut. Toll. Nee, ich gehe nach Kansas. Ich muss gar nicht nach St. Louis, weil ich ja hier nicht runterkomme. Ich gehe direkt nach Kansas, um vielleicht dann nach San Francisco zu kommen. Und werde das. Ach, da gibt es keine Industrie. Oh Mann. Dafür kriege ich ein Geld und dafür kriege ich zwei Geld. Werde also dieses hier bauen. So. Nee, kann ich ja nicht. Denver, ich bin ja hierher gegangen. Oh, ist das bitter. Also gehe ich trotzdem über Kansas City. Ich gehe trotzdem über Kansas City. Ich gehe hier unten lang. Geht jetzt nicht anders. So, das heißt, wenn ich dann aus dem Mittleren Westen den rausnehme, bekomme ich das hier und das hier von dem Streifen freigelegte. Das ist das Erste, das ich mir da jetzt erwirtschaftet habe. Industrie passt deiner Meinung nach. Ja, Renato, für'n Arsch. Ne? Industrie kann ich jetzt schon nicht mehr, weil da, wo ich rein wollte, hat er die Industrie belegt. Zu schnell kann es gehen. Aber egal, kriegen wir hin. Gut. Das war dieses. Als nächstes darf ich aus dem Osten Arbeiter zurückholen. Das werde ich tun. Das heißt, ich habe hier zwei Arbeiter. Jeder bekommt vier Geld. Das wären acht Geld. Ich setze die bei mir hier unten in die Lobby und bekomme acht Cash. Fünf, sechs, sieben, acht. Ach, herrje. Ich sehe schon, das wird eine richtig gute Runde. Habe ich gemacht. Dann bekomme ich freigespieltes Einkommen, das wären nochmal zwei Geld zusätzlich. Wenigstens habe ich aktuell keine Geldsorgen. So, 2, 3, 4, 5. Geben wir mal einzelnes zurück und nehmen wir einen Fünfer. So. 10, 14 habe ich gerade. Das ist ganz okay. Bin ich zufrieden mit. Das war's. Zack, der wandert einen rüber. Ich darf jetzt noch aktivieren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Er macht die Personalabteilung. Okay. Das heißt, es würde sich für mich ja trotzdem lohnen, wenn ich in meinem Zug was anderes mache. Verwaltung. Ich könnte die Verwaltung machen. Und Abteilung bauen. Das heißt, ich aktiviere für den Fünfer den hier. Zack. Und könnte Abteilungen bauen in der Folge. Wenn ich das dann jetzt aktiviere, habe ich nämlich vor. Erstmal ziehen wir Endos Karte. Ja, das war jetzt wieder Fehldenken. Er geht ja hier rein. Ach nein. Ist egal. Ich gehe trotzdem in die Personalabteilung. Hast du viel aussortieren müssen? Echt? Boah, bitte. Ja, der Karton gemerkt so rum und der Schuppenstift ist noch Feucht. schlimmer. Ja, das glaube Ich ich. habe es nur auf eBay eingestellt. Ja, naja. Ja, das Zeug hält nicht ewig, das ist leider so. Wir haben Naja. Pflaumen. Seit ein paar Tagen tun wir regelmäßig Pflaumen auflesen. Wir haben da schon bestimmt 60 Kilo aufgelesen. Und haben jetzt aktuell Probleme, die loszukriegen. Also nicht die ganzen 60 Kilo, wir haben einiges eingefroren. Aber der Rest halt, ne? Ja, ist egal. Was machen wir jetzt? Ich bin dran. So, ich darf auswählen, welche Aktion. Ich muss immer dran denken, er macht ja nicht das, was hier liegt. Er macht ja das, was als nächstes hier liegt. Das heißt, er wird die Verwaltung machen. Deswegen werde ich jetzt in den Personalbereich hochgehen. Ich drehe seine Karte um.
Er ist dran. So, keine Spende, klar. Personal heißt, die Karte wird um 3 Felder nach rechts geschoben. Großes Kino. 1, 2, 3. Mehr macht er da gar nicht. Hat er 6 Punkte kassiert in der Runde. Auch nicht schlecht. Ich bin dran. Ich habe in der Personalabteilung 2 Mitarbeiter aktiv. Das heißt, ich könnte 2x3 6 Punkte einsetzen. Dazu muss ich den auf inaktiv setzen, das mache ich auch. Und sage 1, 2, 3, 4. Und nehme von hier unten noch einen 5 nach oben. Jetzt hätte ich noch einen übrig, den brauche ich gerade aber nicht. Wobei, wir machen es anders. Ich lege den hier hin. Ich leg hier nur einen hin. Ich muss unbedingt schauen, dass ich im Osten noch eins weiterkomme. Ich brauche Personal. Wie kriegt man denn noch Personal, Mensch? Gibt es da oben irgendeine Abteilung? Ja, die hier oben. Die Personalabteilung kreiert mir ein neues Personal, wenn ich einen irgendwo hinsetze. Da sollte ich mal drüber nachdenken. Okay. Die Aktion habe ich ausgeführt. Wir sind im Mittleren Westen. Da habe ich einen. Den nehme ich mir zurück aus dem Mittleren Westen. Bekomme dafür 3 Entwicklungsschritte und 2 Geld. Die 2 Geld nehme ich mir schon mal. Und dann bekomme ich noch 3 Entwicklungsschritte. Da werde ich, glaube ich, 2 hier einsetzen. Jetzt habe ich noch einen. Kann ich den irgendwo loswerden? Ja, hier unten im Wohnbauprojekt kann ich für 1 noch eine Scheibe hernehmen. So. Grüß dich, Thomas. Man sollte nie die Aktion wählen, die Andrew wählt. Ja, ja, eben, eben. Deswegen, ja. Mehr Quatsch. Sehe ich auch so. Gut, das habe ich. Das heißt, der ist raus. Der sitzt hier. Und ich darf wieder aktivieren. Er wird als nächstes das hier machen. Das heißt, ich aktiviere auf jeden Fall den, der kostet mich nichts. Ich aktiviere den, der kostet mich auch nichts. Ich aktiviere den für 2. Jetzt habe ich noch 5, 6, 7, 8, 9. 9 Geld habe ich noch. Ich bräuchte 10 für eine Spende. Wird noch ein bisschen dauern bis zur nächsten Spende. Was mache ich? Ich belasse es mal dabei. Ich aktiviere nicht noch mehr. Gitti, schau mal. So. Passt es so? Einen oder zwei. Jetzt habe ich, warte mal, ich habe nicht geschaut, was ich bezahlen muss. Einen oder zwei Steine müsste ich abgeben für den hier. Woher weiß ich, wie viel ich abgeben muss? Moment. Zahle eine oder zwei Warnwürfel, abhängig von der Art des Projekts, das realisiert werden soll. Und lege eine Scheibe von deinem zugehörigen Projektstreifen. Ach so, hier am Projekt steht's. Eieieiei. Ich sag ja, es ist heute nicht so hundertprozentig fit. Wo habe ich es draufgelegt? Auf ein Dollarzeichen. Nee, das bin nicht ich. Hier habe ich es draufgelegt. Trotzdem auf ein Dollarzeichen. Einen Warnwürfel muss ich abgeben. Mache ich hiermit. So, ich trinke nochmal einen. Sebastian, Personal gibt es auch für den Projektstreifen Wohnungsbau als Einkommen. Habe ich aber noch nicht. Erst muss ich noch 2 Wohnprojekte machen, bevor ich den kriege. Erst beim zweiten ist die Option drauf, Geld oder ein Miepel zu kriegen.
Mensch, Meier, wir sind heute international, Österreich, Schweiz und Deutschland. Sehr schön. Ja. Bitte, bitte. Andrew ist dran, hilft alles nichts. Karte kommt hier runter. Das heißt, wir wissen nicht, was er als nächstes machen wird. Das ist so eine schwere Karte. Aber wir wissen, was er jetzt machen wird, indem wir einfach mal gucken. So, auf die Abteilung geht er. Und in den Osten. Hier. Osten? Westen. Hier drüben. Da habe ich nichts liegen. Das ist natürlich blöd. Aber okay. Es riecht recht verbrannt. Was machst du? Kuchen? Okay. Das riecht wie wenn es gebrannt hat. Also der Kuchen. Oh je. Naja. Was wir da machen? Drei Abteilungen, Clauder. Und zwar Personalabteilungen. Super Sache. Ernsthaft? Nimmt eins, zwei oder drei Abteilungsplättchen von der Art. Ach Gott, der nimmt drei Abteilungsplättchen Personal. Das heißt, die Personalabteilung, die ich eigentlich wollte, wird gerade geklaut. Eins, zwei, drei. Damit gibt es keine Personalabteilung mehr, die ich bauen kann. Sehr schön. Läuft. Gut, passt. Karte kommt hier unter die Null. Auch schön. Nun darf ich Verwaltung. Also, ich kann den hier. Obwohl, wenn ich den jetzt in den Westen setze, 1, 2 oder 3, beide, Spiel ohne Grenzen. wenn ich den jetzt in den Westen setze, darf ich den dann aus dem Westen wieder rausnehmen im Anschluss? Also gleich in derselben Runde. Wie ist das? Und ich muss erst Aktion wählen. Ereignis. Ach so. Falsch rum. Ich muss erst das Ereignis auslösen und dann die Aktion. Weil sonst wäre es ein bisschen einfach gewesen. Ne? Okay, also ich kann nichts rausholen. Muss ich dran denken, dass ich es andersrum mache. Oh, das ist so bitter. Wenn man nicht auf der Höhe ist. Du machst die Events immer vor deinen Aktionen. Ja, ja, deswegen. Also ich habe da nichts drin, ich kriege also kein Einkommen. Jetzt mache ich hier. Jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht, was er nehmen wird, ist aber auch nicht schlimm, weil ich ja dran bin. Nächste Runde als Aktionswähler. Das heißt, ich kann festlegen, wo ich hin möchte. Ich werde also... Ich muss Projekte bauen. Das heißt, ich muss hier hin. Dort wären wir im mittleren Westen. Das heißt, ich könnte vom mittleren Westen rausnehmen. Könnte ich jetzt also in den mittleren Westen reingehen. Das machen wir mal. Ich gehe in den mittleren Westen mit dem hier. Und hole mir... Ja, nehme ich mal die zwei Warnwürfel oder nehme ich mal 6 Geld? Ich habe 9 Geld. Ich muss gerade nichts aktivieren. Ich hole mir die Warnwürfel. Eins. Komm, geh her. Zwei. Also zwei Warnwürfel. War die erste Abteilung. Zweite Abteilung heißt Abteilung bauen. Ich werde auf jeden Fall eine Abteilung bauen, das wäre der hier. Damit lege ich den wieder hin. Das ist diese Abteilung, die werde ich hier hinlegen. Kostet mich damit nur einen Würfel, weil ich da ja schon den Miepel habe. Und dann möchte ich noch eine zweite Abteilung. Dann nehme ich den hier. Und die baue ich hier hin. Kostet mich 2 Würfel, weil ich da keine Person drin habe.
Okay. Damit wäre ich durch. Das heißt, ich bin dann dran als nächstes. Kann jetzt noch aktivieren. Was werde ich denn machen wollen? Das hier im mittleren Westen. Kann ich einen rausnehmen? Kriege ich drei Schritte? Halt auf die Wohnprojekte da oben gehen. Ich bin auf Industrie gegangen. Das ist Quatsch, ey. Ich komme an die Industrie innen dran. Was mache ich? Aktiviere ich den für einen Fünfer? Dann habe ich noch vier. Bände kann es natürlich die Runde drauf geben. Dann fehlt mir das Geld. Im Osten, das ist hier. Da müsste ich dann mal in die Entwicklung gehen. Könnte ich auch ausprobieren. Das heißt, wenn ich jetzt 5, nee, 3 kostet mich die 3, da wären es 6. Dann gehe ich da runter, aber ich kriege nichts aus dem Osten. Nee, mittlerer Westen. Konstruktion geht einer in den Osten. Und dann kriege ich einen neuen. Das könnte ich machen. Ach, ich probiere es einfach. Ich aktiviere den hier und den hier. Das sind 6 Geld, die ich ausgeben muss. Weiß nicht, was ich da für ein Quatsch spiele. So, Gruß an den Nachbarn. Hören. Mein Carnegie reist noch immer mit Hermes um die Welt. Ja, wahrscheinlich. Die Karten mit Fragezeichen sind gefährlich, weil man nicht weiß, welche von den Vieren seine starke Aktion ist. Ja, absolut. Das Schöne ist, ich bin jetzt dran. Also an sich ist es wurscht. So, ich wähle die Aktion und ich gehe auf jeden Fall hier runter. Dann gucken wir mal, habe ich Glück oder nicht. So, Chicago und Omaha. Spende gibt es keine. Chicago und Omaha. Chicago. Und wo ist Omaha? Omaha, oh, da kann er keinen setzen. Das heißt, die Karte geht auf Wert 1. Okay. Jetzt darf ich. Also Mittlerer Westen, ich hole mir den einen natürlich zurück. Der kommt hier rein und dafür kriege ich drei Entwicklungspunkte. Die drei Entwicklungspunkte werde ich wo investieren? Ich glaube in den Wohnungsbau einmal. Jetzt habe ich noch eine 2, da gehe ich, oh, hier eins vor. Vorsichtshalber. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, das wird sich zeigen. Aktuell sieht es nicht danach aus. Glück gehabt, seine starke Aktion wäre die vierte. Ja, absolut Glück gehabt, dass ich dran war. Gut, habe ich zurückgeholt. Das heißt, ich mache jetzt die Aktion. Hier, Konstruktion. Konstruktion. Ich darf also ein Projekt bauen. Ich möchte in den Osten. Das heißt, ich nehme den hier, gehe in den Osten und baue dort, was kriegt man der hier, einen Warnwürfel, vielleicht auch nicht falsch, in Pittsburgh. Wären zumindest schon mal 3 Punkte safe, ne? Was habe ich hier? Ne, das bin ich nicht. Hier, wohnen und das sollte ich auch machen, wären 4 Punkte. Okay, ich mache mal Industrie. Industrie in Pittsburgh. Dann schaffe ich vielleicht zumindest diese Verbindung hier. Und wenn es geht, noch die nach hier unten. Denn in den Bereichen bin ich schon auf 3. Das wären 3 Punkte, wären 18 Punkte. Immerhin. Wäre nicht schlecht.
glaube nicht, dass ich bis hier runterkomme. Werden wir mal sehen. Okay, den haben wir gemacht. Hierhin. Das ist ein Industrieprojekt. Ich muss 2 Würfel abgeben. Die habe ich gerade noch. Als nächstes brauche ich Warenwürfel. Oh Mann. Okay. That's it. Ich darf wieder aktivieren. Ich hätte noch 3 Geld. Nee, ich aktiviere mal nichts, weil der kostet mich 5, den kann ich nicht aktivieren. Okay, das war's. Wir gehen hier rüber. Andrew ist dran. Wir ziehen eine Karte. Da er dran ist, können wir die auch gleich aufdecken. So, das heißt, er wird hier hingehen. Süden. Das ist hier. Habe ich auch keinen. Verwaltungsaktion. Ich habe keine Warnwürfel, das ist blöd. Da kann ich eigentlich gar nichts machen. Naja, ist egal. Er ist ja sowieso erstmal dran. Spende ist aktuell noch keine. Hallöchen. Was hast du denn? Ach scheiße, du hast ja Frühschicht, ne? Ja. Oh je. Er klaut 3 Abteilungen aus dem Bereich. Also 1, 2 und 3. Naja. Sind nicht mehr viele Abteilungen übrig. Der ist ganz schön OP. Naja. Was macht er noch? Nichts weiter. Die Karte kommt unter den Nuller. Und die nächste ist dann Fragezeichen. Da wird es wieder bitter. Das sind ja 5 Fragezeichenkarten im Spiel. Ist gut umgesetzt, ja. Da hast du recht. So, jetzt bin ich dran. Süden. Kann ich nichts machen. Also ich kriege kein Einkommen aus dem Süden. Und Verwaltung wollte ich eigentlich auch nicht machen. Oh, das ist so blöd. Ich habe niemanden in der Verwaltung, ne? Ja, ich hätte einen in der Verwaltung, aber ich habe keinen Warenwürfel. Also ist Quatsch. Und hier oben habe ich noch keinen. Oh, ich brauche die Personalabteilung, so oder so. Das hilft alles nichts. Ich brauche die Personalabteilung. Und das würde bedeuten, es gibt eine Spende. Kann ich diese Runde nicht machen, weil ich noch kein Geld habe. Ich habe nur 3 Geld. Das heißt, ich könnte gar nicht spenden. Au, jetzt wird's böse. Wenn ich die Entwicklung mache, kriege ich im Osten einen neuen Mitarbeiter. Das wäre schon mal nicht falsch. Außerdem Warenwürfel und 2 Cash, dann wäre ich bei 5. Das nutzt mir aber nichts. Ich brauche ja 10. Ach, herrje. Ich glaube, ich bin ziemlich am Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Es läuft suboptimal für mich. Naja, egal. Ich kann nichts weitermachen. Ich bin dran. Was wähle ich jetzt? Die Entwicklungsabteilung und damit den Osten? Oder die Personalabteilung und damit die Spende? Ich müsste eigentlich die Personalabteilung wählen, weil ich Mitarbeiter verteilen müsste. Ich weiß nicht, was er wählen wird. Ach nee, ist eigentlich wurscht, was er wählen wird. Ich bin ja wieder dran. Ach nee, trotzdem. Die 3. Fragezeichenkarte liegt hier. Ich meine, die Entwicklungsabteilung wäre schon nice, weil 7, 8, 9 und 6, boah, ich wäre bei 13 Entwicklungspunkten, die ich ausgeben dürfte. Das ist natürlich schon fett. 13 Entwicklungspunkte. Was könnte ich denn mit 13 alles machen? Da kriege ich Warenwürfel. Bei 3 hätten wir noch 10. Da will ich nicht hoch. Hier müsste ich 8 ausgeben. Hätte ich noch 2 übrig. Und mit der 2 könnte ich hier unten noch ein Projekt stemmen. Könnte ich hier raus. Das andere wäre Süden. Im Süden habe ich gerade noch nichts. Ich gebe aber, wenn ich jetzt in die... Doch, hier gebe ich einen in einen Bereich rein. Da muss ich jetzt nochmal nachlesen, die 13, wie genau das gemeint ist. Ob ich in dem Bereich die Entwicklungspunkte auch dann ausgeben muss.
Um diese Abteilung zu nutzen, musst du einen aktiven Mitarbeiter dieser Abteilung auf einen Außeneinsatz schicken. Setze ihn in ein Einsatzgebiet auf dem Spielplan. Du erhältst. Achso, wurscht welches. Das ist ja cool. Da könnte ich in den Süden gehen. Ah, ich mach das mal. Ich gehe nochmal in die Entwicklung. Es hilft alles nichts. Ich gehe nochmal in die Entwicklung. Erst dran. Schauen wir mal. Puh, Glück gehabt. Also, Spende fällt weg. Wir sind unten in der Entwicklung. Im Osten geht er 2 vorwärts. Das ist hier. Ist damit hinten angekommen. Das heißt, ich kann da gar nicht mehr hin. Will ich aber auch nicht. Ich will ja hier bleiben, um den Miebel zu bekommen, wenn ich den dann gleich rausnehme. Ganz wichtig. Mehr macht er nicht. Das heißt, die bleibt auf der 0. Ich bin dran. Ich nehme im Osten den Mitarbeiter raus. Klar. Krieg einen zusätzlichen Mitarbeiter durch den hier. Hätte da unten jetzt 4. Das ist sehr gut. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall die Personalabteilung. Des Weiteren bekomme ich den Bonus meiner freigespielten Entwicklungen. Das wäre ein Würfel hier, nochmal 2 Geld. Und mehr habe ich da auch noch nicht. Damit bin ich jetzt bei 5 Geld. Oh Gott, das sieht schlecht aus, ganz ehrlich. Ihr helft mir aber auch gar nicht. Was soll denn das? Ihr müsst mir doch helfen. Naja, gut. Also das war dieses hier. Dann heißt, ich darf jetzt entwickeln. Ich habe 3, 6, das sind die beiden. Die lege ich damit um. Und den hier 7 wären also 13 Points und den lege ich in den Süden. So, 13 Punkte darf ich vergeben. 13 Punkte. Ich wollte auf jeden Fall die 10 Cash sichern hier oben. Das wären 3 und 5 wären 8. Jetzt habe ich noch 5. Da möchte ich mit einem Dreier 1 hier rüber gehen. Jetzt hätte ich noch 2 und mit dem Zweier hole ich mir hier noch eine Scheibe im Geldbereich. Waren das 13? Ich hoffe. 3 und 5 sind 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genau, das waren die 13, die ich ausgeben darf. Soweit, so gut. Damit sind wir durch. Scheibe kommt runter. Andrew ist dran. Wir ziehen die Karte und lassen uns überraschen. Au! Oh. Okay. Im Süden. Ein Glück, dass ich da einen hingesetzt habe. Oh, wow. Cincinnati ist wo? Ich finde es nicht. Au, oh, da liegt schon eine. Ernsthaft? Also die kümmern. Ich lege die mal hier hin, dass ich weiß, wie viele Punkte ich dann seine Karte rübersetzen muss. Duluth liegt auch schon eine. Oh wow. St. Louis. Super. Und Kansas City ist damit voll. 2 Scheiben habe ich nicht belegen können. Das heißt 1, 2 unter die 3. Und ich bin dran. Ich darf aus dem Süden einen zurücknehmen. Mache ich natürlich. Ich ziehe mir den aus dem Süden raus und bekomme dafür 7 Geld. War ganz wichtig. 5, 6, 7. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Cash. Nicht viel, aber ein bisschen was. Außerdem darf ich ein Projekt bauen. Kann ich aber nicht, weil ich hier niemanden sitzen habe. Das ist natürlich richtig bitter. Ist halt so. Ich darf aktivieren. Aha. Ich brauche 5, 2, 4, 5. So, ich könnte für 2 aktivieren. Ich habe nichts, was nur 2 kostet. Die unten kosten mich 3. Ich kann nichts aktivieren. Eieiei, das läuft nicht gut. Das läuft überhaupt nicht gut. Ich spiele einen Mist zusammen. So, nächste Runde. Ich darf auswählen, ich muss in die Personalabteilung, geht gar nicht anders. Das heißt, wir kommen auf die Spende. Trotzdem, Wahl der Aktion, genau habe ich gemacht, Endus Zugereignis umdrehen. Auf dem Feld liegt
Wenn der Zeitplanmarker auf Spendenbereich liegt, genau, die Spende kommt zuerst. Was für eine Spende nimmt er sich? 3 Punkte für die Verwaltungsabteilungen. Okay. Ja, toll. Da habe ich mir natürlich eine geholt. War ja so klar. Naja. Dann führt er die Personalaktion aus. Das heißt, die Karte wird um 4 Felder nach rechts bewegt. 1, 2, 3, 4 kommt unter die 10 Punkte. Oh, ich habe jetzt schon verloren, da bin mir ziemlich sicher. Naja, ich darf eine Spende ausführen, werde ich machen. 5. Und zwar gehe ich 10 gebe ich aus. Jetzt habe ich noch 2 Geld. Ich möchte. Ich habe bis jetzt 2. Im Mittleren Westen sind 4 Punkte. Ich habe aber von den Projekten her. Ich nehme mal die hier. 3 Punkte. Ich habe eine Entwicklungsabteilung, da gibt es noch welche. Aus der Entwicklungsabteilung gäbe es noch. Was sind das für eine? Die 15. Was macht denn die 15? Ich muss mal nachlesen, was die 15 macht. Karitative Zwecke. Um diese Abteilung zu nutzen, musst du einen aktiven Mitarbeiter dieser Abteilung auf einen Außeneinsatz schicken. Die Aktivierung kostet mich 3. Setze ihn in ein Einsatzgebiet auf dem Spielplan. Nachdem du die Kosten für die Spende gezahlt hast, musst du eine deiner Scheiben auf die Scheibe eines anderen Spielers im Spendenbereich legen, anstatt auf ein leeres Feld. Du kannst keine Spende zweimal leisten. Das heißt, ich kann eine Spende ausnehmen. Das ist Quatsch. Die Abteilung ist ziemlich much. Was macht der da hinten? 16. Diese Abteilung hat eine dauerhafte Funktion, solange sich dort ein aktiver Mitarbeiter befindet. Die Kosten zum Vorrücken auf den Transportleisten sind um einen Vor. Ja, gut, die brauche ich auch nochmal. Das macht keinen Sinn. Verwaltung kassiert er. Personal liegt nichts mehr. Dreimal, was ist das für eine? Die 11. Supply Chain. Wenn du diese Abteilung nutzt, kannst du bis zu 3 Warenwürfel zum Preis von je einem Dollar kaufen. Also 3 Dollar pro Würfel. Das nutzt mir alles nichts. Das nutzt mir alles nichts. Ich sag's, wie es ist. Das heißt, ich gehe wirklich daher. Keine Ahnung, ob mich das weiterbringt oder nicht. Denn es nur so nebenbei, weißt du, dass die Aktionen, die auf der Rückseite von Endu bzw. Orange umrandet sind, immer viel stärker sind als die anderen Aktionen von Endu? Ja, schon klar. Das ist schon klar. So. Spende habe ich gemacht. Jetzt darf ich meine Aktion machen. Personalabteilung. Ich habe in der Personalabteilung 2 aktive Mitarbeiter. Das heißt, ich darf 6 Schritte laufen. Was brauche ich denn? Bei ihm wird die Verwaltung als nächstes kommen. Verwaltung und dann nochmal Personal. Die Verwaltung wird kommen, das heißt, er geht in den Osten, da drüben und in die Verwaltung. Auf der Verwaltung habe ich gerade nichts. Also, 6 Schritte. Ich gehe einen, zwei, drei, vier, fünf, nee, fünf. Sechs. Ich muss auf jeden Fall noch was bauen. Ja. Das wär's.
So, ich darf noch aktivieren. Ne, das war jetzt meiner. Endo ist dann dran. Ich habe jetzt Personal gewählt, ne? Ja. Aktivieren. Ich kann nur einen aktivieren. Mache ich auch. Kostet mich zwei. Mehr Geld habe ich nicht. Gut. Oh Mann, bitte. So, Andrew ist dran. Er wird auf jeden Fall den hier wählen. Je eine aus den drei Bereichen. Oben gibt es nichts mehr. Da gibt es noch eine. Und da gibt es auch eine. So, die nimmt er sich. Die 11 und die 14. Und für den, wo es nichts mehr gibt. Für jedes fehlende Plättchen 1 nach rechts. Das heißt, der kommt hier unter die 1-Punkte-Marke. Ich bin dran. Ich darf im Osten rausnehmen. Ich habe im Osten nichts. Ich kriege also kein Einkommen. Ja, aber ich kann... Ach nee, oh, ich muss die doch alle aktivieren. Die kosten mich doch nichts. Bin ich blöd. So, ich habe alle aktiviert, um Gottes Willen. Bin echt durch. Also Osten, ich kriege nichts, weil ich da keinen liegen habe. Das wird so bitter. Ich werde jetzt platzieren. Ich bin als nächstes dran mit dem Aussuchen. Ich werde nochmal in die Personalabteilung gehen, das heißt in den Westen. Im Westen kriege ich Geld, das ist gar nicht so falsch. Also, ich aktiviere den hier. In den Westen und hole mir 3 Warnwürfel. Ja. 1, 2, 3 Warenwürfel. Ich muss noch ein bisschen Projekte bauen. Dann aktiviere ich hier unten den hier. Der geht auch in den Westen und bringt mir 6 Geld. Ui, geh her. Nein. Geld ist weggefallen. Bringt mir 6 Geld und ich aktiviere den hier. Süden. Mit dem gehe ich noch mal in den Westen. Ich gehe mit allen dreien in den Westen. Fertig. Und das bringt mir nochmal 6 Geld. So, das werde ich zum Aktivieren brauchen, meine anderen Leute. Damit bin ich durch. Ich werde den hier aktivieren für 2 Geld. Mehr habe ich aktuell nicht. Und ich darf in nächste Runde wählen. Oh, wieder ein Fragezeichen. Na gut, was nehme ich denn? Oh, ihr habt ja ganz viel geschrieben. Warte mal, Glück gehabt. Das hatte ich schon, das habe ich. Sören, klar, das ist ja die Aktion der Rückseite. Daher kann man ja gut planen. Daher wird das Spiel ja schwerer. Genau, wenn man die Karten mit dem Fragezeichen nimmt. Ja, ja, ich habe es auch Standard gewählt. Das sind 5 Fragezeichenkarten dabei. Denn die weiß man vorher nicht, was... Genau. Ich bin echt beeindruckt von dem Solo-Modus. Der imitiert das Multiplayer-Spiel echt gut. Und ist sehr leicht zu handeln, muss man wirklich sagen. Ja, ich war auch überrascht. Geniale Umsetzung. Ja. Und in jedem Spiel gibt es Neues zu entdecken, da immer andere Spenden zu Beginn belegt sind. Das zum einen. Dann hast du in der Deluxe-Erweiterung die Möglichkeit, andere Spenden überhaupt aufzulegen. Hier hast du immer wieder neue Abfolge der Aktionsplättchen. Du hast immer unterschiedliche Abteilungen liegen. Hier sind immer andere Städte vorausbelegt. Du kannst unterschiedliche Entwicklungsstränge, also vor der Rückseite wählen. Ist schon Wahnsinn. Also die Variabilität ist echt hoch.
Ja, genau. Im einfachen Modus schaue ich immer, was Andrew als nächste Aktion auswählt und schicke meine Arbeiter in das Gebiet. Ja, so ein bisschen probiere ich das auch, aber ich hänge echt hinterher. Ich komme nicht recht aus dem Quark. Ist ein bisschen schade. Ich habe noch nicht allzu viel geschafft. Sieht noch nicht gut aus bei mir. Ja, leider. Egal. Ich bin dran. Was mache ich als nächstes? Ich gehe in die Personalabteilung und in den Westen. So, Andrew Baby, gib alles. Ja, ich weiß, das ist eine starke Abteilung, aber es hilft mir alles nichts. Ich muss das auch machen. Dreimal die Karte rüber. Gut. Eins, zwei, drei. Wäre eh passiert. So. So. Jetzt darf ich aus dem Westen rausnehmen. Ich nehme alle drei Arbeiter raus aus dem Westen. Lege sie mir hier unten in die Lobby, bekomme dafür 3, 6, 9 Cash. Also einen Fünfer. 1, 2, 3, 4. Und vier einzelne sind, voilà, bleibt da. Mensch, Meier, sind 9. Damit habe ich jetzt 19. Wenn ich eine 15er Spende machen würde, hätte ich noch 4 übrig. Das reicht mir wahrscheinlich nicht. Denn ich muss ein bisschen was ausgeben. Wobei, ausgeben müsste ich eigentlich nichts zum Aktivieren, weil die ich aktivieren kann, sind hier kostenlos. Ich werde hier noch hergehen. Okay, egal, ist ja wurscht. Ich mache jetzt meine Personalaktion. Ich habe hier zwei Personaler sitzen. Leg den wieder rum. Das wären 2 mal 3, also wieder 6 Schritte. Ich werde 1, 2 hier rüber gehen. Drei, vier, fünf und sechs. Ich aktiviere, ich bin da durch, ich habe nur sechs. Ich aktiviere die hier, den hier, es kostet mich nichts. Ich aktiviere den für zwei und den für drei, es wären Fünfer. Also das heißt, für eine Spende fehlt mir jetzt einer. Oh, das ist aber blöd. Dann werde ich den hier nicht aktivieren und kriege die drei wieder zurück. Dann reicht es mir für eine Spende. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Nächste Spende kostet mich 15. Ist leider so. Und es werden jetzt Spenden kommen. Sind ja noch spendenfrei. Okay, damit bin ich durch. Das habe ich gemacht. Ach nee, Moment. Was habe ich vergessen, mir zu nehmen? Einen Warenwürfel und nochmal zwei Geld. Und somit kann ich es trotzdem machen. Einen Warenwürfel und nochmal zwei Geld habe ich mir vorhin vergessen zu nehmen. Das heißt, beim Aktivieren kann ich den trotzdem aktivieren. Himmel noch eins. Ihr passt nicht auf mich auf. So, zack. Geht hier rüber. Jetzt ist der Andrew dran. Mit seiner Spezialaktion. Schauen wir mal, was es wird. Auwe, Verwaltung. Oh Gott, nee, echt. Gut, so ist es halt. Mit West und oder Spende. Beides könnte ich sogar machen. Aber erstmal ist er dran. Ach so, wie ist denn das da? Macht er beides? Weiß ich gar nicht. Platziert. Wenn das entsprechende Feld bereits besetzt ist, bin ich in einem Zeppelmeier einsehen. Wo steht's? Wenn ein Aktionsstein das letzte Feld seiner Zeile erreicht hat, dreht Andrew den Aktionsstein in der direkt darunter liegenden Zeile um. Hat er ja noch nicht. Nochmal, wenn ein Aktionsstein das letzte Feld seiner Zeile erreicht hat, dreht Lokomotive auf der rechten Andrews Wahl. Das ist das ganz normale, aber was macht er da? Macht er nur eins oder beide? Ereignis. Wenn der Zeitplanmarker auf einem Feld liegt, das ein Einsatzgebiet einer Region zeigt, passiert für Andrew nichts. Also er macht auf jeden Fall die Spende. Ja, wenn beides drauf ist, macht er die Spende. Beim anderen macht er ja nichts, also er macht die Spende. Naja, ist okay. Er wird jetzt also spenden. Und spenden wird er wo? Auf dem Dollarplatz
plus, nee, auf dem Fünfer. Okay. Da liegt schon einer. Kann er nicht machen, das heißt, die Karte wandert eins nach rechts. Achso, wir müssen die Aktion selber noch machen. Er holt sich drei Entwicklungsabteilungen, da liegen nur zwei. Also, Forschung und Entwicklung. Sprich, einen hier und einen da wären zwei nach rechts. Eins, zwei, also hier unter die drei. Okay. So ist das halt. Oh je, ihr habt schon wieder so viel geschrieben. Schau, ich, das hat man schon gehört. Aber die anderen Spenden sind, glaube ich, nicht solo-kompatibel. Hab die Retail-Version und die Erweiterung kommt erst Montag. Sind die nicht solo-kompatibel? Die Erweiterung ist aber solo-kompatibel. Naja, wurscht. Die hat dann auch die restlichen Abteilungen, die sind bei Deluxe. Ja, genau. Du kannst die Plättchen nehmen. Wenn Andrew spendet, musst du die Position der abgedeckten Spende nehmen. Weil die neuen Spendensymbole nicht auf den Karten abgebildet sind. Nochmal, du kannst die Plättchen nehmen, wenn Andrew spendet, musst du die Position der abgedeckten Spenden nehmen. Weil die neuen Spendensymbole nicht auf den Karten abgebildet sind. Ach so, ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, auf den Deluxe-Dingern. Gibt Sinn, nicht macht Sinn. In der Deluxe sind doch mehr als Nummer 1 bis 6 Abteilungen. Das da, oder? Ja, ja. Also eigentlich ist mehr. 32 zusätzliche Abteilungen. Also ein bisschen was. Daher wollte ich auch unbedingt die Deluxe. Ja, mach die Spende. Ja, habe jetzt 7,12 € mit Porto für die Erweiterung. Das geht, Philipp, ja. Ist, aber 12 € Porto ist ja heftig, ne? Hm. Also 7 € ist günstig, aber die 12 Porto aus Frankreich ist schon saftig. Naja. Okay. Wo war ich gerade? Er hat seinen Zug gemacht, Spende hat er ausgeführt, also konnte er nicht, weil die schon belegt ist, ist dafür eins rübergewandert. Ich bin dran. Aus dem mittleren Westen einkommen kann ich nicht, weil ich da keinen liegen habe. Ich könnte aber spenden und das werde ich auch tun. Die Frage ist nur, was? Ich habe zwei Städte im mittleren Westen. Das wären 4 Punkte. Ich möchte versuchen, noch 2 im Osten abzugreifen. Das wären 6 Punkte. Sollte ich probieren, nehme ich den Osten. Huh? Wären 6 Punkte. Die 7 Punkte sind natürlich auch nicht schlecht. Übrige Warnwürfel, naja. Aktivierte Personen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das wäre möglich. Transport brauche ich nicht gehen, da habe ich nichts vom Projekt her und Abteilungen lohnt sich für mich nicht. Also entweder schnappe ich mir die 7 Punkte, die aktivierten Abteilungen oder den Osten. Mehr wie 6 Punkte im Osten werde ich nicht kriegen, also sind die 7 Punkte fast das Beste für mich. Ach so, 12 in Summe, okay. 5 Port, das ist in Ordnung. Da kann man nicht meckern. Du solltest mal Projekte zu, um am Ende Verbindungsboni. Ja, ach was, Sören. Ach nee, ehrlich. Deswegen habe ich doch hier jetzt schon 3, ja, für die nächste Projektaktion. Die Frage ist nur. Ja, ich würde dann hier, hier und hierher gehen und dann könnte ich noch hier runter, dann hätte ich die 3, das wären 18 Punkte. Das würde zumindest nicht schlecht sein. Bist du soweit? Ja. Komm gleich zum Guten Nacht sagen. Ah, Konzentration lässt nach. Ist ja 10:45. Was mache ich jetzt? Nehme ich die 7 Punkte oder den Osten? Mehr wie 6 Punkte im Osten kriege ich nicht. Also nehme ich die 7 Punkte und gut ist als Spende. Ich gehe hier rauf, zack, ich gebe die 15 aus. Für meine dritte Spende und okay, dann ist es so. Jetzt. Ich möchte dann als nächstes, da gibt es Spende,
Süden. Ich werde den hier, der ist ja aktiv, der einzige, den ich nutzen kann, ich gebe den runter in den Süden und hole mir, jetzt muss ich aufpassen, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Das wären 5, die ich da abdecken könnte. 5, das heißt, ich brauche noch Würfel. Ich hole mir die 2 Würfel. Nicht das Geld, oder? Aktiviert habe ich ja alles, was ich brauche für den... Ja, machen wir so. Ich hole mir die 2 Würfel, weil ich die gleich brauche, wenn ich hier Projekte baue. Machen wir so. Gut. Fertig. Aktivieren kann ich nichts. Damit sind wir mit dem ersten Stein hinten angelangt. Und ich bin dran. So. Andrew geht hier runter als sein Profi-Ding. Ist mir egal. Ich gehe hier rüber. Bekomme kein Einkommen, weil es eine Spende ist. Und dann schauen wir mal, was Andrew macht. Komm gleich, Maike. So, Spende. Andrew gibt sich die Lok und 3 Punkte. Boah, das ist bitter. Es werde ich gewertet. Und ich bin mit 3 auf der Lok. Nee, kann er nicht. Boah, Glück gehabt. Ein Schritt. Als nächstes, der hier... Er setzt in Boston und in New York einen ein. Also Boston. In Boston. Wo ist denn Boston? Boston? Ich finde Boston nicht. Da oben. Und in New York. So. Okay. Der hier geht eins hier rüber. Ich komme gleich zu dir. Gell? Und ich bin dran. Spende kann ich nicht. Ich habe kein Geld für eine Spende. Echt cool, du solltest mal... Profi-Tipp, ja. Mache ich jetzt. Dank deines Tipps werde ich das jetzt tun. Okay, ich aktiviere... Ich habe hier 3 aktive Hanseler. Ich werde jetzt bauen. Und zwar einmal in New York. Dafür nehme ich den und setze den hier oben hin. Werde ich lange nicht wiederkriegen. Erst wenn der hier hinten aktiviert wird. Aber okay. Dafür nehme ich einmal Industrie und setze hier runter. Kostet mich 2 Würfel, also 2 Steine, die habe ich. Also jetzt nicht mehr. Nummer 1. Dann werde ich noch einen hernehmen und hier reinsetzen nach Washington. Werde dort ein Häuschen bauen. Kostet mich 1 Würfel. Und das 3. werde ich nehmen und in Atlanta positionieren. Da gehe ich wieder auf... Was bringt man mehr? Der bringt man mehr. Ich gehe auf die Dollar. Halt, was mache ich denn? Hier runter. Und Dollar. Zack. So. Kostet mich nochmal 1 Würfel. Habe ich. Jetzt habe ich noch 3 Würfel übrig. Für New Orleans. Sollte hoffentlich klappen. Schauen wir mal. Okay, das war dieses. Der kommt raus. Der kommt rüber. Und der ist dran. Er geht jetzt in die Entwicklung. Ich darf sogar noch mal entwickeln. Schau mal einer an. Okay, sei es drum. Er geht auf die Entwicklung. Das wird wieder eine Spende geben. Er geht auf... Wow. Dollar 2 geht nicht. Ist schon belegt. Das ist natürlich bitter. Dreimal Midwest. Midwest ist hier. 1, 2, 3. Stört mich nicht weiter, aber die kommt auf Position 1. So, ich bin dran. Nicht mehr viele Runden, nur noch 4 Runden, dann ist aus. Toll. Spenden kann ich nicht. Was soll's? Entwicklung kann ich aber. Und zwar habe ich hier unten einen. Den werde ich aktivieren. Der bringt mir 3 Entwicklungspunkte. Da bräuchte ich 5. Das ist also blöd. Ich könnte ein Industrieprojekt machen. Das macht durchaus Sinn. Dann werde ich in New Orleans Industrie pumpen. Ich mache ein Industrieprojekt. Ich möchte noch eine Stadt bauen hier unten. Das wäre dann die hier. Dazu muss ich aber auf jeden Fall erst einmal ins Personal jetzt dann gleich, wenn ich dran bin. So, ich dürfte aktivieren. Ich habe aber nur 2 Geld.
Das heißt, ich kann den, den ich habe, nicht aktivieren. Ist so. Wurscht. Ich bin dran. Ich gehe in die Personalabteilung und damit in den Süden. Ich hole mir aus dem Süden die zwei Leute raus, bringen mir jeweils 7 Geld, also 14 Geld. 10, 1, 2, 3, 4. Außerdem 2 Warenwürfel, nochmal 4 Geld. Dann nehme ich mir einen 5er und gebe einen 1er ab. Und nochmal ein Geld, den 1er kann ich mir behalten. Okay, 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte theoretisch noch eine Spende machen. Ich möchte aber hier noch aktivieren, also wird es nichts. So, ich habe jetzt für die Personalabteilung die beiden aktiviere ich. Also nutze ich, habe 3 Leute. 3 mal 3 wären 9. Ich darf 9 Schritte gehen. Ich muss hier rüber. Also 1, 2, 3, 4. Das wäre Projekt 1. Ich kann auf jeden Fall noch was bauen. 1, 2, 3 kann ich machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Sieben, acht, und 9. War das jetzt schlau? Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Das war's. Er kommt weg. Der kommt rüber. Ich darf aktivieren. Das wird jetzt teuer. Ich aktiviere den für 3. Die auf jeden Fall. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Für 12 wird aktiviert. So. Okay. Andrew ist dran. Er wählt Personal im Osten. Ach ja, guck. Passt ja. Personal, er darf wieder eine Spende machen. Er spendet für, oh ja, das ist diesmal noch frei. Diese Projekt, diese Abteilungen, besser gesagt. Und er führt diese hier aus. Das heißt, die Karte kommt 3-mal nach rechts. 1, 2, 3 unter die 6 Punkte. Ich habe keine Chance, bin mir ziemlich sicher. Okay, ich darf Osten spenden, kann ich nicht. Ich habe nicht genug Cash zum Spenden, aber ich hole die beiden natürlich zurück. Und bekommt 2 weitere. Die brauche ich jetzt zwar nicht mehr, aber ist okay. Mal schauen, vielleicht brauche ich sie ja doch noch irgendwann. Personalabteilung. Ich darf wieder bewegen. Nee, ich kriege ja noch mehr. Ich kriege noch 2 Warnwürfel. Ich muss die alle noch ausgeben. Der hat Warnwürfel belegt, ne? Ja, ja, hier, Geld und Warnwürfel. 2, 4, 5 Geld kriege ich noch zusätzlich. Okay. Jetzt darf ich bewegen. Ich habe wieder 3x3, 9 Schritte. Okay. Das könnte man noch einmal machen. Oder ich hole mir noch Abteilungen. Na, das kriegt er aber auch, wenn ich mir Abteilungen hole. Das ist Quatsch. Entwicklung wird noch einmal passieren. Also, 9 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hole ich mal noch eine Abteilung. Acht, um die Abteilung zu holen, und einen lasse ich frei. Ja, 9, nee, ich gehe hier hoch. Zack, so. Ja, fertig. Der kommt hier rüber. Ich darf aktivieren. Ich aktiviere
Den hier umsonst und den hier umsonst. Der ist umsonst in der Aktivierung. Der kostet mich 5. Und die kostet mich 6. Das wären 11. Die habe ich. Gebe ich aus. 5 und 1 sind 11. Okay, passt. 1, 2. Warum sind da noch 3 Karten? Ich bin dran. Ach nee, passt. Nee, passt nicht. Einmal was falsch gemacht, ha? Gute Frage. Ja, egal. Ich will auf jeden Fall hier hin. Ich möchte bauen. So, Spende. Der ist schon belegt, also ein Schritt rüber. Und er baut San Francisco und Los Angeles. San Francisco und Los Angeles. San Francisco und LA. Und die Karte geht auf die Position 1. Oberle. Und das ist dann seiner. Ja, ich muss mich falsch gemacht. Habe ich eine Karte zu viel? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Süden kann ich nichts rausnehmen. Da habe ich gerade keine, aber ich möchte auch bauen. So, ich werde hier dreimal bauen. Nummer 1 geht in den Süden. Und ich baue hier unten ein Industrieprojekt. Hier für 2 Würfel. So. Was möchte ich jetzt noch bauen? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 5 Würfel habe ich. Ich kann noch 2 hier unten ausgeben. Ich gehe einmal hier rauf. Und baue halt in Albany. Und mit dem letzten gehe ich hier rüber und baue in Denver. So, und das kostet mich jeweils einen Würfel. Das sind also 2 Würfel, passt. Dann kann ich den rausnehmen. Ich kann aktivieren. Ich habe nichts zum Aktivieren. Okay, ich habe nichts zum Aktivieren. So ist das. Kurze Pause, ich bin gleich wieder da.
Genau. Sören, das war jetzt ein Cultus Interruptus. Kurz vorm Höhepunkt, ja. Der Cultus Interruptus wurde vollzogen oder so ähnlich. Ja, Silvia ist ins Bett. Die hat morgen Frühschicht, deswegen habe ich so kurz mal geschnuckelt. Genau. Was machen wir jetzt? Letzter Zug. Er ist dran. Irgendwas lief da schief. Ich weiß nicht genau was, weil da liegt noch eine Karte. Müsste ich mir im Nachgang vielleicht mal anschauen. Irgendwo habe ich mal einen Zug gemacht, ohne eine Karte aufzudecken oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil es ist ja eigentlich nur noch eine Möglichkeit da. Ja, das wäre jetzt sein Zug. Ja, er geht hierher. In die Bauabteilung. Nutzt mir persönlich jetzt wieder überhaupt nichts. Naja, aber es ist so. Das heißt, der wird umgedreht und es wird jetzt dann dieses hier abgehandelt. Im Westen habe ich einen sitzen, das ist ganz okay für mich. Er macht aber trotzdem die Spendenaktion. Das ist die hier. Super. Oh Gott, ich habe noch so viele dastehen. Ich gehe sang- und klanglos unter heute. Oh. Ja, egal. Er baut noch mal kräftig in New York. So. Er baut in Chicago. Er baut in. Das kann ich nicht lesen. New Orleans. Und er baut in Frisco. Ja, er konnte alles nutzen. Gibt keine Punkte für ihn, aber okay. So, das heißt jetzt für mich, ich kann im Westen einen rausnehmen, das mache ich. Bringt mir drei Geld. Das ist blöd. Oh Gott, ach oh Gott. Also da kacke ich gerade so richtig ab, ganz ehrlich. Naja, und als Aktion könnte ich in die. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass er dran ist. Boah, es ist bitter. Ich kann gar nichts machen. Hätte ich schlau angestellt, hätte ich hier nochmal. Nee, ich hätte keine drei reinbringen können, weil. Ach, naja, ist egal. Das war's. Waren das jetzt 20 Aktionen? Muss ja eigentlich, ne? Es sieht richtig übel für mich aus, definitiv. Auf Andrew gesetzt, ja. Genau. Also ich habe hier eine Karte übrig. Ich irgendwie, ja, es ist heute nicht mein doch. Ich bin mit irgendwas durcheinander gekommen, bin mir ziemlich sicher. Na egal, machen wir mal die Wertung, weil es schaut wirklich nicht gut aus für mich. Aber egal. So, gucken wir mal, wo wir rauskommen. Machen wir es nach der Anleitung. Jede von den Aktionskarten ist zu viel. Ne, machen wir erstmal meins. Wir gucken erstmal meine Punkte an und genießen. Oder auch nicht. So, Wertung. Achso, hier unten ist er ja auch nochmal dargestellt. Ich brauche das hier, glaube ich, gar nicht. Weil es ist ja hier unten auch noch dargestellt. Das fällt raus in einem Zwei-Personen-Spiel. Hier kriege ich jetzt pro aktiven Typ einen Punkt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Ja. Okay, also gehen wir mal auf die 8. Gut. Dann 2, 4 Punkte für Abteilungen. 2, 4 für die Abteilungen. Dreierabteilung habe ich leider nicht. Die Punkte für die Städte, in denen ich bin. Also 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 12 sind 34. Immerhin, 34 Punkte haben wir schon mal. Dann gibt es Punkte für die Verbindung. Ich habe Chicago, New York und New Orleans miteinander verbunden.
Das wären 1, 2, 3 Verbindungspunkte. Ich habe hier, hier und hier. Ah, die zwei Punkte sofort hatte ich mal nicht genommen. Nee, die gibt es ja nur, wenn ich hier einen rausnehme. Das habe ich nicht gemacht. Passt. 18 Punkte dazu. Das heißt, ich bin bei 44, bei 52. Gut. Nee, das waren die Städte. Hier kriege ich die hier. Da kriege ich nichts. Und hier kriege ich jetzt noch die Spenden. Das heißt, für jede Industrie 3 Punkte. Müssen wir mal gucken, wo überall Industrie ist. Es wären 3, 6 und nochmal 3. 9 Punkte für die Industrie. Sind wir bei 61. Das ist der da. Dann für den hier 2 Punkte für den Rest. 2, 4, 6, den hatten wir schon. 8, 10, 12. 12 Punkte. Sind wir bei 73. Dann noch die 7 Punkte von hier oben. Sind wir bei glatt 80. Mehr werden es leider nicht. Naja, immerhin. Ich glaube, du hast eine Karte vom Ende doppelt gespielt. Ja, das glaube ich fast auch. Ist gut möglich. Aber egal. Der wird auf jeden Fall mehr wie 80 Punkte haben. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Okay, gehen wir mal in die Wertung vom Endgo rein. Die Aktionskarten sind so viel Siegpunkte wert, wo sie drunter liegen. Ich habe einen ganzen Stapel mit 0. Die sind nichts wert. Ist halt einfach so. Dann haben wir Einser. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. 5 Punkte. Dreier. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Punkte. Sechser sind 3. Wow, 18 sind 29. Und eine 10er sind 39 Punkte. Der beginnt mal mit flotten 39 Punkten. Nur über die Karten. Respekt. Meine Güte. Jedes Abteilungsplättchen, das Andrew gesammelt hat, zählt 2 Punkte. Oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Super. 52 sind wir schon bei 61. Boah, der macht mich so richtig kalt. Jede von Andrews Scheiben, die das letzte Feld einer Transportleiste erreicht hat, zählt 6 Siegpunkte. Der hier. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andrews Projektscheiben zählen so viele Siegpunkte wie die Städte, in denen die Projekte realisiert wurden. Oh Gott. Pro Projektscheibe, ne, in der Stadt. Wow. Ach du gute Güte. 3, 6, 9 und 4 sind 13 und 4 sind 17, 18. 18 und 6, 24, nix. Und 3 sind 27 und 6 sind 33. 36 läuft. Sind 96, sind 103. Ja, ist klar, ne? Oh Gott. Andrew Spenden, die kommen jetzt noch. Die Spenden, die hat er noch gar nicht gehabt, die Spenden. Meine Fresse. Andrew müsste also 120, 80, not too bad. Oder doch, er ging ja nicht viel besser. Naja, 80 an sich ist keine schlechte Punktzahl, aber im Vergleich mit dem Endo ist es so richtig abgekackt. Ja, ich sag's, wie es ist. Naja. Rechnen wir ihn mal noch, ne? Also. So wie wenn ich sie geleistet hätte. Ja, Abteilungen. 3 Punkte für jede Verwaltungsabteilung. Da habe ich eine. Das sind also 3 Punkte. 1, 2, 3. So, für jede Konstruktionsabteilung, da habe ich keine, hat er Pech gehabt. Dann für 5 Geld und einen Würfel gibt es 4 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5 Geld habe ich plus einen Würfel. Hat er also 4 Punkte. Naja. 1, 2, 3, 4.
Und für jeden Aktiven nochmal einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind nochmal 8 Punkte dazu. Sind wir bei 19. Das war's. 80 zu 119. Bittere Erfahrung. Definitiv bittere Erfahrung. Aber was soll's. Gerätzt. So, bevor wir zum Fazit kommen, noch mal eine eigene Sache. Denkt dran, Montag ab, ich glaube, 19.30 Uhr geht's los. Ich habe den Robert zu Gast, den Autor, Designer von The Fog, Escape from Paradise, einem neuen Spiel, das gerade auf Kickstarter unterstützt werden kann. Ist ein deutscher Autor, ist sein Erstlingswerk. Pfundskerl, werdet ihr sehen. Ich werde mit ihm ein bisschen labern. Natürlich über sein Spiel. Ich werde es euch zeigen. Ich werde es nicht spielen, da es schon genug Let's Plays auf meinem Kanal dazu gibt. Aber wir werden über das Spiel reden. Wie es entwickelt hat, wie er sich gerade fühlt, was die Zukunft bringt. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mit uns ein bisschen zu quatschen. Also Montag, 19.30 Uhr. Nächste Woche Samstag ist dann The Transcontinental dran. Klassisch, Regeln, Let's Play Fazit. Der hat beschissen, ja, das glaube ich auch. Also ich oder der? Nee, der, ne? Der bescheißt immer. Schau mal, wie der das macht. Meine Spenden kassiert der ab. Kerl noch eins, hey. Ja, egal, Fazit. Super. Wenn ich es denn finde. Mein Fazit. So, normalerweise gebe ich euch das Fazit ja nur für die Erstpartie, die ich gerade gespielt habe. Also ist das Fazit mein Ersteindruck. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Ich habe im Mehrspielerspiel schon ein paar Partien hinter mich gebracht. Es war jetzt nur meine Erstpartie im Solo. Das heißt, für den Solo-Modus wird es mein Fazit für diese Partie geben. Ansonsten aber das Fazit eher für das gesamte Spiel, weil ich es oft genug gespielt habe. Und ja, fangen wir mal an. Also, Deluxe ist bei mir so ein Ding. Ja, also Kickstarter und Deluxe verträgt sich nicht immer, zumindest nicht immer zwingend. Ganz oft, zumindest in meinen Augen ist das so, vielleicht sehen das andere anders, wird Deluxe leichtfertig vergeben, um den Preis hochzutreiben. Man bekommt aber kein echtes Deluxe. Deluxe ist für mich hochwertige Qualität, Topdruck, super Ausstattung. Das Ganze in Schächtelchen, so wie hier. Ja. Und zwar so, dass es passt. hochwertiges Material, wie hier, die beiden sind aus Metall. Rotzschwer, die Dinger. Ja. Groß, toll ausgearbeitet. Holz, kein Plastik, solche Sachen. Dicke Boards, Multilayer Boards. Mehr Inhalt ist für mich auch Deluxe. Also so Mini-Erweiterungen dabei, solche Sachen halt, ne? Leider bin ich da in letzter Zeit schon oft reingefallen. Siehe Hippokrates, Stroganov, beide Deluxe, um Gottes Willen. Naja, egal. Hier ist es anders. Das Ding hat zwar länger gedauert als die Retail, da ging einiges schief. Ich habe ein gutes Vierteljahr länger warten müssen. Aber ich habe wirklich für einen angenehmen Preis eine Hammer-Deluxe-Version da liegen, mit der ich echt mehr als zufrieden bin. Also Materialqualität top. Ja, das Spiel selbst. Also es ist ein Expertenspiel, ein sehr verzahntes Expertenspiel, bei dem man auch im Mehrspieler gut aufpassen muss, was macht man wann. Man muss ein bisschen auch auf seinen Gegner aufpassen, das hilft alles nichts. Was könnte er als nächstes für den Zug machen, in welche Richtung tendiert er. Man muss aufpassen, dass man möglichst immer Personal in der Firma hat, um natürlich Aktionen ausführen zu können, aber auch entsprechend Personal außen in den Gebieten, um Einkommen zu generieren. Denn ohne Einkommen können wir nicht weiter wachsen, das ist nun mal so. Wir brauchen Geld für die Spenden. Wir müssen genau überlegen, welche Spende nehmen wir denn, weil erst am Spielende entscheidet sich, ob wir dafür genug Punkte kassieren. Irre. Also ein sehr strategisches Spiel, das sehr viele Möglichkeiten bietet. Ich gebe auch Sören recht, ich weiß nicht, Dennis hat es glaube ich auch gesagt, bisher haben einige Multiplayer-Partien gespielt, jedes Spiel war bisher komplett anders.
Der Aufbau ist variabel. Ja, es liegen andere Abteilungen aus. Ich kann die Aktionsstreifen, es sind 8 an der Zahl, 4 davon nehme ich. Jeder der Streifen hat eine Vorder- und Rückseite. Was noch? Die Entwicklungsstreifen hier haben Vorder- und Rückseite. Ich kann wählen, welchen ich nehmen möchte. Die Platzhalter, wenn ich mit weniger als 4 Personen spiele, liegen immer anders, weil sie neu verteilt werden. Genauso auch die Platzhalter im Spendenbereich. Und. Genial. Also ein sehr variantenreiches Spiel, weil ich viele Dinge machen kann und viele Wege nach Rom führen, aber auch ein sehr im Aufbau abwechslungsreiches Spiel und somit auch im Spiel immer unterschiedlich verlaufendes Spiel. Richtig genial, macht echt Spaß. Viele Punktemöglichkeiten, viele Punkte wird man erst am Ende sehen, also man muss vorausschauend planen, wie wird es wohl ausgehen, gerade im Spendenbereich. Das macht riesig Spaß, das ist echt toll. Ich werde es immer wieder gerne spielen, ich werde es auch im Solo ein paar Mal spielen. Ich möchte ihn unbedingt schlagen. Ich habe jetzt auf normal gespielt, ich weiß nicht, ob es auf einfach anders gewesen wäre. War heute nicht mein Tag, ich habe mich bei ein oder anderen im Nachhinein erwischt, dass ich ein bisschen Larifari rangegangen bin und Dummheiten gemacht habe. Ist halt aber so. Ich bin trotzdem mit 80 Punkten zufrieden. Ist ein nettes Ergebnis. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Passt. So. Also, 2 Daumen hoch. Ein Spiel, das ich wirklich empfehlen kann, weil es richtig genial ist. Das ist eins der Highlights diesen Jahres, muss man echt sagen. Und das, obwohl die Spiele der Messe, die demnächst ist, ja noch gar nicht auf dem Tisch lagen. Ja, trotzdem ein geiles Teil. Und auf Deutsch. Selbst die Deluxe ist auf Deutsch. Also wunderbar. Jo, was habt ihr noch geschrieben? Ja, bestimmt das war. Ich meine, wo kommt denn die übrige Karte her? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich schaue mir das alles. Ja, schau mal an. Irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben. Irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben, es dürfte nicht eine übrig bleiben. Ich kann mal durchzählen, ob das 20 sind oder ob ich eine mehr habe. Das kann auch sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nee, 20 Karten sind's. Also irgendwo kam ich mal mit dem Kartenfluss von Andrew durcheinander. Ist passiert. Schaust du nochmal an, interessiert mich auch. Also, wo es passiert ist. Tatsächlich ist die Retail-Version aber immer noch sehr... Ja, ja, absolut. Also, selbst die Retail-Version macht einen sehr guten Eindruck. Da gebe ich dir recht. Bisschen neidisch bist du doch, zumindest aufs Inlay. Ja, die Inlays sind schon geil, muss ich echt sagen. Und vor allem, ich musste ja echt nichts machen. Das kam schon alles so. Großer Bruder. Ja, Hallöchen. Leider eben erst eingeschaltet. Taugt es Solo? Ja. Tatsächlich dieses Jahr eins der besten Solos, die ich gespielt habe. Also der Automa spielt sich in der Organisation, in der Verwaltung extrem einfach. Er ist halt sauschwer. Ich habe jetzt, er lässt sich in 4 Stufen einstellen. Ich habe jetzt die 2. Stufe gewählt, also Standard. Und ihr seht, 80 zu 100 und knapp 20 ist schon eine Hausnummer. 40 Punkte Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich die noch irgendwo hätte rauskitzeln können. Vielleicht. Möglich. Ich habe heute garantiert schlecht gespielt. Aber egal. Es ist der Ansporn. Ja, wenn man das gleich beim ersten Mal schafft, dann brauche ich es nicht spielen. Das ist ja Quatsch. Sören gibt mir recht. Ja, definitiv. Genau, Dennis. Sowas von. Jawohl. Aber Andrew macht immer über 100 Punkte. Ja, kann ich mir vorstellen, dass der auf jeden Fall auch im leichten 100 Punkte gemacht hätte. Das heißt, mir fehlen auch dazu 20 Punkte, die ich irgendwo habe liegen lassen. Ah, was soll es. Egal, ich werde es noch ein paar Mal spielen. Natürlich auch mit euch bei mir auf dem Brettspiel Live Discord Server. Jeden Montag um 20 Uhr geht's los, ist offener Spieletreff. Diesen Montag bin ich nicht dabei, weil ich, wie gesagt, 19:30 den Talk mit dem Robert habe, aber ansonsten bin ich da eigentlich jeden Montag dabei. Wir spielen auf allen möglichen Plattformen, alle möglichen Spiele, wozu wir gerade Lust haben. Also, seid ihr herzlich zu eingeladen, kostet euch nichts, ist für euch kostenfrei. Ein Service von mir an euch. Ja, genau, ansonsten, ich hatte es gerade gesagt, am Montag 19:30 Gespräch mit Autor Robert von The Fog.
einem Spiel, das gerade auf Kickstarter unterstützt werden kann. Und dann nächste Woche Samstag das nächste Let's Play. Transcontinental, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein auch sehr schönes Spiel mit Inlay und sehr guter Materialqualität. Das kann ich zumindest schon mal sagen. Ich schaue darauf, weil es da oben im Regal liegt. Deswegen. So, damit bin ich raus. Habt ihr noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, mich freut wieder live zu sein. War cool. Schön, dass ihr alle dabei wart. Sören, dir und allen anderen natürlich auch. Gutes Nächtle. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Genießt morgen nochmal den Sonntag, bevor es ab Montag wieder in die Arbeit geht. Und für alle, die in Bayern leben, ab Dienstag geht die Schule wieder los. Ja, heißt für mich wieder früh aufstehen. Deswegen ist auch ein Grund mit, warum es unter der Woche eigentlich keinen Stream mehr gibt, weil ich früh um 5.30 Uhr Klingeling beim Wecker habe. Und ihr seht es jetzt, es ist 23.30 Uhr, bin jetzt hiermit fertig. Ich brauche noch eine halbe Stunde, bis ich hier wieder alles klar Schiff gemacht habe. Dann wäre es 0 Uhr. Das ist einfach zu wenig. Bis man dann ein bisschen runtergefahren ist und einschläft und so weiter. Das wäre dann zu wenig Schlaf. Hilft nichts. Ja, fertig. Ich trinke noch mal einen auf euch. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Hoffentlich bis Montag. Freue mich schon aufs Gespräch mit dem Robert. So. Aus die Maus. Macht's gut. Tschüss.